So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Quickshot-Video aus meiner Reihe zur Geschichte in digitalen Spielen oder der Geschichte von digitalen Spielen. Heute, wie ihr seht, mit dem RPG Maker MV von 2015. Da gibt es eine ganze Menge Varianten, die ich euch auch noch erklären oder zeigen kann gleich. Aber das heutige Thema wird sich auch damit beschäftigen, was Studierende von mir daraus gemacht haben 2017. Das ist jetzt nicht das Beispiel, sondern das habe ich mal angelegt, damit wir ein bisschen rumprobieren können gleich. Einer der wichtigsten Aspekte von meiner Arbeit war immer an der Universität. Die Karriere endet ja jetzt in diesen Tagen, zumindest an der Universität. Einer der wichtigsten Aspekte war immer für mich, dass Studierende ermächtigt werden damit, mit Werkzeugen des Game Designs oder anderen digitalen Medien selbst umgehen zu können, um das halt aktiv als Historikerin und Historiker auch einzusetzen. Und das habe ich auch in Workshops immer gemacht, um Menschen zu zeigen, wie aktiv sie eigentlich werden können, wenn sie denn wollen, mit digitalen Medien. Werkzeuge und Arbeitstechniken zu nutzen, die man ihnen dann natürlich erstmal irgendwie ein bisschen erklären muss, um selbst aktiv zu werden, Geschichte zu gestalten und Themen zu erzählen und sowas. Heute also der RPG Maker und das Projekt Heimatlos von ein paar Studierenden von mir aus dem Jahr 2017, da war ich noch in Hamburg. Diese Quickshot-Videos richten sich ja immer danach oder sollen ja immer ein bisschen eine unbekannte Perspektive auf Geschichte in digitalen Spielen von digitalen Spielen deutlich machen. Deswegen habe ich lange Jahre in der Public History gearbeitet, erst in Hamburg, dann in Hannover und jetzt schlagen mich meine Wege in die Hamburger Sozialbehörde und da geht es ins Fortbildungszentrum für die Jugendarbeit. Und mir war es halt immer sehr wichtig, dass halt auch zum Beispiel im Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale Spiele die Möglichkeiten von Geschichte deutlicher werden, was man mit digitalen Spielen alles so machen kann. Das ist ja doch meistens, wenn man so in die Gedenkstättenlandschaft guckt oder Museen, tendenziell eher narrativ orientiert und man versucht, die Deutungshoheit nicht herzugeben, damit man auch hier am Ende die feste Aussage hat, die man haben will. Das ist immer ein bisschen schwierig mit digitalen Spielen, weil dann kann man ja auch ein Buch draus machen. Dann braucht man ja nicht unbedingt ein digitales Spiel. Ja, die historischen Perspektiven, die wir heute hier aufmachen wollen, und ich halte mich so ein bisschen ran, merkt ihr, weil ich eine ganze Menge zeigen wollte und vielleicht doch mal den Running Gag einer Stunde erfüllen möchte. Die historischen Perspektiven sind deswegen halt Technikkultur und Partizipation, also wie ermöglichen Technologien, historisch zu arbeiten und historische Inhalte aufzubereiten. In dem Fall hier halt der RPG Maker, also ihr seht ja, RPG steht für Rollenspiel und der Look, den seht ihr halt auch, ist halt ganz klar so eine Japan-RPGs. Und diese Spiele haben gewisse Regeln und gewisse Formen und die muss man halt kennen, damit man das Eigenes damit bauen kann. Und das ist hier mit den Standard-Assets, mit den Standard-Gegenständen und Texturen und sowas gebaut, die das Spiel so hergeben wird. Und ich werde nachher noch zu diesem kleinen Seitenprojekt, an dem ich immer rumbastel, wenn ich ja mal Zeit habe, davon habe ich ja nicht so viel, dass ich da halt irgendwie ein bisschen vorankomme und ein bisschen was lerne darüber. Und ich habe das, wie gesagt, halt auch in den Universitäten eingesetzt. Das heißt, die erste Perspektive ist diese Technikkultur und Partizipation von Menschen. Und das zweite ist halt, wie funktionieren diese dynamischen Wissenssysteme eigentlich? Was machen sie mit Geschichte und wie können wir die in der Erinnerungskultur nutzen, um damit substanziell Inhalte auf eine andere Art und Weise aufzubereiten, wie man das gemeinhin vom Buch oder vom Fernsehen oder so kennt? Wie kann man digitale Spiele in einer anderen Form nutzen, damit ein anderer Eindruck entsteht, also die Eigenschaften von digitalen Spielen zu benutzen, um damit eine bisher noch nicht nutzbare Quelle für Geschichte aufzumachen. Das ist der Kern. Ich wollte euch eingangs aber nochmal sagen oder noch einmal zeigen, was wir damals eigentlich gemacht haben in dem Kurs. Ich kann ja das hier mal kurz aufrufen. Ziel des Ganzen war damals 2017 im Sommersemester mit einem Haufen sehr engagierter Studierender. Ich will die halt nicht über die anderen erheben. Wir hatten sehr viele interessierte Studierende in den ganzen Jahren, die ich seit 2013 in der Wissenschaft gearbeitet habe und in der Lehre. Aber das war so dieses Kleeblatt, was ich damals aufgemacht habe. Es ging um neue Perspektiven auf erzählte Geschichte. Das ist ja etwas, was ich immer so ein bisschen einseitig empfinde bei Geschichtsdidaktik oder auch bei der Geschichtswissenschaft, dass immer darauf geguckt wird,
Ja, wie ist das durcherzählt und die interaktiven Möglichkeiten und die prozeduralen Möglichkeiten, wie es da unten steht, eben nicht gut genutzt werden. Also interaktiv bedeutet ja eigentlich nur, dass ihr kommuniziert oder irgendwas klickt. Prozedural bedeutet, dass es im Hintergrund ein System gibt von Regeln, Verhaltensregeln, wie diese Software reagiert auf euer Eingabeverhalten, auf euer Spielverhalten. Ist sie lernfähig zum Beispiel oder was für Spielmechaniken hat sie da so drin? Ist es eher kampfbasiert oder ist es eher storylastig oder so? Solche Dinge. Und MMORPGs war ja mein Forschungsthema. Ich habe eine Doktorarbeit dazu geschrieben. Und dieses Beispiel The Secret World da stark drin gemacht. Und MMORPGs sind ja auch schon so Rollenspielsysteme, aber haben ganz eigene Regeln nach denen und ganz eigene Traditionen, nach denen online erzählt wird, mit verschiedenen Missionsarten oder mit Auftraggebern, die dann Hintergrundgeschichten haben und Lore, das man finden kann, also so Schnipsel von Hintergrundwissen. Und dann News Games fand ich sehr faszinierend. Das sind halt kurze, pointierte, aktuell gemachte zu einem aktuellen politischen oder kulturellen oder gesellschaftlichen Thema Spiele gemacht, die einen Nachrichtenwertcharakter haben. Und das auf Geschichte anzuwenden, ist halt auch eine interessante Option. Und in diesem Kleeblatt haben sich die Studierenden bewegt. Wir hatten dann zum Beispiel mit Twine gearbeitet für interaktives Storytelling. Ich packe euch, wie gesagt, auch in die Anmerkungen immer dann die Links zu diesen Tools. Twine ist so ein interaktiv verzweigtes, visuell gut erklärtes Adventure-Tool, wo man verzweigte Geschichten draus bauen kann. Das hatte ich dafür ausgewählt. Und den RPG-Maker haben wir damals halt für diesen News-Games-Charakter ausgewählt. Damals war Eric Jarnot beteiligt. Den kennen vielleicht auch einige. Der ist eine Zeit lang auch in Hamburg Dozent gewesen. Ist er, glaube ich, sogar noch Professor für Game Design oder so. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Auf jeden Fall war er damals in meinem Kurs und hat diese Aspekte über seine Firma Wozzer Games eingebracht. Und dieses prozedurale Verhalten, dieses dynamische Geschichten erzählen, abhängig davon, welches Verhalten, welche Entscheidung man trifft, das haben damals in meinem Kurs Johannes Christmann und Riad Cemili von Maschinenmensch, die sind ja mittlerweile auch ganz gut durchgestartet. Hier waren sie halt noch ein kleines Team mit Curious Expedition, haben sie damals vorgestellt. Und sie hatten ein sehr geiles Tool. Da werde ich gleich auch nochmal einen Satz zu sagen. Und mein Doktorarbeitsthema war ja dies mit The Secret World. Jetzt heißt es ja Secret World Legends. Schaut auch gerne in die anderen Quickshots. Da habe ich ja zu Secret World Legends habe ich ja auch ein Quickshot-Video gemacht. Ja, das war halt so dieses Spektrum, was wir aufgemacht haben. Ach so, jetzt muss ich hier mal rausgehen. Das ist nämlich dann, glaube ich, hier in der Folie nicht mehr drin. Das sind ja die Studienanforderungen. Das braucht ihr ja nicht. Da habt ihr jetzt ja alle, habt ihr mich ja hinter euch. So, ich habe damals, als ich aufhörte in Hamburg und nach Hannover ging, eine Präsentation gehalten für diese, ja, für eine Reihe Andocken heißt sie. In Hamburg, das ist so eine Vorlesungsreihe gewesen. Und da ging es um Hamburg mit einem digitalen Spiel. Da habe ich halt auch über die Ergebnisse geredet. Mich hat das halt nachhaltig beeindruckt. Dieser Kurs hieß ja Netze spinnen im mehrdeutigen Sinne. Das hat immer, ich glaube, Thorsten Logge damals meinen Kollegen ein bisschen genervt, aber ich fand das immer schön, solche mehrdeutigen Titel zu haben. Es ging darum, wie Geschichtswissenschaft und Storytelling in der digitalen Welt halt funktionieren können. Und das sind halt die Ergebnisse hier, die dabei rausgekommen sind, die ich euch kurz mal vorstellen wollte. Ich kann euch nicht alle Beispiele zeigen. Es soll ja heute um den RPG-Maker gehen. Ihr seht es da ja als zweiten, als grünen Punkt. Und es sind aber auch tolle andere Projekte in diesem einen Semester entstanden. Also ich will mal eine Lanze dafür brechen, dass Studierende, auch in der Geschichtswissenschaft oder überhaupt Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, dass da immer so getan wird, als könnten die nur verkopft und theoretisch arbeiten. Das eigentlich Entscheidende ist ja, dass wir ihnen Lehre anbieten müssen, wo sie diese Grundlagen, Theorien und Methoden einsetzen können und damit ein praktisches Projekt bauen können. Das war ja mal Kern meiner Projektkurse, die ich sehr geliebt habe und in der wir sehr viele coole Dinge ausprobieren konnten. Dieses Twine-Projekt hier links, das beschäftigte sich quasi über eine WhatsApp-artige Dialogfunktion. Hat dann eine Zeitreise stattgefunden, wo die Nutzerin halt in verschiedene Phasen der Hamburger Geschichte, der Speicherstadt eintauchte. Dieses MMORPG, ihr seht das hier in Rot, konnten wir natürlich nicht bearbeiten, in dem Sinne, dass wir am Code von Funcom rumschrauben konnten. Das kann man ja nicht modifizieren, also in der Regel nicht mit einfachen Mitteln modifizieren.
so eine MMORPGs, weil die halt auf den Servern laufen von der Firma. Und die haben sich halt Hamburger Auswanderer noch nach Neuengland ausgeguckt. Damals, 2017, war ja auch die Krise um die Syrien-Flüchtlinge sehr stark. Und insofern habe ich halt auch versucht, einen Kurs anzubieten, der sowohl dieses aktuelle Thema aufgreift, das, was sowieso virulent war damals, und sich Fragen stellt, wie können wir mit digitalen Spielen Geschichte als nützliche Antwort, also digitale Spiele mit einem historischen Thema zu Migration und Flucht als Antwort auf die Gegenwartsfragen anbieten. Und da war das natürlich sehr interessant, weil diese Questreihen, die sie da gebaut haben, ihr seht dann Klammern halt auch, oder vor dem Schrägstrich mit Zweien haben die das dann halt auch gemacht, griffen halt ganz viele Assets aus dem Spiel auf und bauten das zusammen, damit so Ton und Soundeffekte und sowas halt auch stimmig sind. Und damit konnte man ganz gut sehen, wie diese Dialoge, dieses Scripting dann funktioniert hat von diesen Questreihen, die sie da gebaut haben. Es ging dann halt um Geister eines gesunkenen Schiffes und so. Dieses Six Secret World hat ja einen ganz starken mythischen Anstrich. Und insofern wurde die historische Information da verpackt in diese Geschichte um ein gesunkenes Schiff. Wenn ich das richtig erinnere, gab es dieses echte Unglück auch, und die Geschichte, die darum gesponnen wurde in Neuengland, ist natürlich dann erfunden, aber sie transportierte ganz viele wahre Informationen über die Auswanderung von Hamburgern oder über Hamburg nach in die USA, nach Neuengland. Und die Screw Stories war halt auch klasse. Da hatte ich ja, wie gesagt, mit Ria Gemili und Johannes Christmann zusammengearbeitet. Johannes Christmann kam ja auch in meinen Kurs und stellte das Ganze vor. Und die unterstützten ja die Studierenden wirklich mit ganz viel Einsatz. Das fand ich echt klasse. Das war echt toll. Ach, Schwärm. Und dieses Tool, dieses Curious Stories, was sie gebaut haben, hat halt gegenüber diesem Twine einen tollen Twist gehabt. Es sorgte dafür, dass Zufallsereignisse ausgelöst werden konnten. Und das veränderte, und das konnten wir im Vergleich zu Twine, was ja geskriptet ist mit multilinearen Ereignisreihen sozusagen, war das für die Studierenden ein unfassbares Umdenken. Und es war toll zu sehen, wie unterschiedlich Spielverläufe werden durch diese Ereignisse, die automatisiert dann abhängig von verschiedenen vorher aufgesammelten Gegenständen, zum Beispiel eine Waffe oder sowas oder Verbandsmaterial, sage ich jetzt mal. Wie dann unterschiedliche Ereignisverläufe im Altonaer Blutsonntag 1932 in Hamburg stattfanden. Also da ging es damals halt um ein sehr unrühmliches Kapitel auch der Hamburger Polizei auf dem Weg hin in den NS-Staat, ein Kampf zwischen NSDAP und linken Gruppierungen auf den Straßen, wo halt auch sehr viele Unbeteiligte zum Opfer fielen. Und ja, die Frage stellte sich dieses Team halt auch, wie kann eben jemand in so einer Zeit unbeteiligt sein? Also ist man Opportunist und Bystander sozusagen? Oder muss man sich auf irgendwelche Seiten schlagen? Und gibt es eine dritte Seite? Und die Polizei war es an dem Tag jedenfalls nicht. Was ich euch aber sagen wollte, ist, die Lerneffekte waren groß. Achso, wir sehen ja nachher noch, ich komme nachher noch auf diesen RPG-Maker zurück und heimatlos. Das ging darum, dass in, also das erzähle ich nachher, aber es ging um also ich erzähle es nachher detaillierter. Es ging um bosnische Flüchtlinge, die 1995 auf Wohnschiffen vor St. Pauli in Hamburg lagen. Und dadurch, dass die Nähe sehr groß war zur Reeperbahn, gab es halt zahlreiche Probleme für die, die eigentlich nichts konnten. Und aus diesem schwierigen Thema, was ja auch damit zu tun hat, dass dann irgendwie Kriminalität und Flucht thematisiert wurde und die Frage ja dann immer dabei stand, wie macht man jetzt ein Spiel, das nicht Stereotypen Rechtsradikaler mitproduziert. Und das ist ihnen sehr gut geworden. Das schauen wir nachher rein. Ich hoffe, es läuft auch noch stabil. Dieser RPG-Maker ist ja auch schon ein bisschen gepatcht worden mittlerweile. 2017 ist im Bereich digitaler Spiele ja eine Welt, also ein Riesenunterschied. Aber da gucken wir nachher noch rein. Ich wollte euch nur sagen zu den Lerneffekten. Also im Bereich Games lernten die Studierenden und die haben ja ihre Ergebnisse auch ausgetauscht untereinander und präsentiert über Twine etwas über Text-Adventures oder überhaupt über Adventures und wie sie funktionieren. Dieser RPG-Maker ist, man sieht es ja optisch auch schon, ja, in Japan geboren und es sind halt diese Japan-RPGs, die man seit Zelda irgendwie quasi kennt. Ich habe ja auch da schon mal ein Video gemacht, das Quickshot-Video zu Evoland. Da ging es ja um die Entstehung der Japan-RPGs und dieser Japan-Rollenspiele und wie sie sich weiterentwickeln durch das Erzählmittel digitales Spiel. Schaut euch das auch gerne an, das war auch ein spannendes Beispiel. Ich hoffe, das Video ist dem halt auch gerecht geworden. Und diese MMORPGs sind ja deswegen sehr interessant, weil sie auch eine lange Tradition haben, bis zu diesen Multi-User-Dungeons zurück in den 80er Jahren.
Und wo dann halt ganz viele Spielprinzipien übernommen wurden und die Adressierung von Spielertypen zum Beispiel auch übernommen wurden. Also sie lernten was über Multiplayer-Online-Rollenspiele. Und diese Curious Stories ist eben das, was ich vorhin mit diesem Kleeblatt auch zeigen wollte, dieses prozedurale Erzählen. Wie macht man es, Informationen in ausreichender Form und ausreichender historischer Leitplanke sozusagen zu übertragen, wenn doch die Erzählweise zufallsabhängig ist und Ereignisse ausgewürfelt werden durch einen Zufallsgenerator, die dann getrennt geskriptet werden und so. Das war echt spannend im Vergleich auch zu sehen, im Kontrast. Ich hoffe, die Studierenden haben das genauso empfunden. Ich glaube, manchmal meine Kurse sind dann doch ein bisschen überkandidelt, weil es halt zumindest Anfänger im Bereich Gaming halt sehr überfordert. Also was die Historik dazu angeht, diese Text-Adventure-Geschichte bei Twine hat natürlich etwas damit zu tun, wie verzweigte Narrationen auch in der Geschichte funktionieren. Das ist ja nicht in der Historik die Wissenschaft von der Theorie der Geschichte. Ist das ja ein riesiges Feld. Wie funktionieren Erzählungen und was bedeutet das Ereignis? Der Ritter hat mal gesagt, es gibt gar kein Ereignis. Nur weil die Leute gleichzeitig in eine Richtung laufen, ist das noch keine gemeinsame Flucht. Da muss ja noch mehr passieren, damit da ein Narrativ später erzeugt wird und so. Das ist sehr spannend. Ich glaube, das Buch heißt von der unwahrscheinlichen. Von der Unmöglichkeit von einem Ereignis zu sprechen oder so. Derrida, sehr spannend. Ist auch nicht lang, ist mehr oder weniger eine Vorlesung. Und dieser RPG Maker macht ja daraus eine systemische Geschichte. Also ist es ein System gebaut aus Spielmechaniken, einzelnen Gesprächspartnerinnen und Partnern, Assets, die man machen kann, Aufträge, die man erledigen kann, Gesprächsfetzen, Musik. Das heißt, das ist ein dynamisches System, wie ich sie ja auch immer beforscht habe und eigentlich ja auch sehr liebe an digitalen Spielen. Und diese Zusammenwirkung, die ist halt sehr interessant gewesen, daran zu sehen für die Historik. Wie funktioniert das eigentlich? Geschichte in ein System zu packen und Spielerinnen und Spieler machen daraus etwas. Wie leitet man das? Wie setzt man Leitplanken, damit irgendwie noch eine Deutung am Ende rauskommt? Und nicht, ich meine, ich spiele auch gerade die Dark Souls-Reihe. Bei Souls-Spielen ist es ja schon eher so, dass man mit Fetzen möglichst kompliziert formulierter Göttersprache voll bombardiert wird und am Ende darf man sich dann in tausenden Foren zurechtreden, legen, was denn diese Aussagen da bedeuten. Verschwurbeltes Geschichten erzählen, ist das so. Aber das ist tatsächlich ja sehr interessant, hier zu gucken, wie funktioniert sowas. Und diese narrativen Netzwerke, diese Missionen, Hintergrundgeschichten, Lore, die Personen, die die Aufträge erteilen und eigene Geschichten haben und die teilweise auch sich widersprechen in The Secret World, das sind halt narrative Netzwerke. So was, wenn ich das vorstelle, so wie verknotete HTML-Hypertexte, die halt dynamisch sich verändern, ständig neu gepatcht werden und damit ja auch keine stabile, sondern so eine ephemere, so eine flüchtige Struktur haben. Und das ist halt sehr spannend gewesen, sich anzugucken. Und Curious Stories hatte ich eben erwähnt, diese zufallsbasierten Ereignisse, die eine Geschichte verändern. Und das Zutun der Spielerinnen und Spieler dabei dann halt eben ist sehr interessant und zu untersuchen gewesen. Okay, nee, ich danke euch noch nicht für die Aufmerksamkeit. Das nur für den Rahmen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht wieder irgendwas vergessen. Ich habe meinen Zettel hier schon wieder sehr vollgeschmiert. Es tut mir auch immer leid, dass ich so nach unten gucke, aber ich habe hier so einen Zettel. Ich kann das nicht, wenn hier so ein Word-Dokument offen ist. Das kann ich nicht so gut erfassen beim Lesen. Das tut mir sehr leid. Ja, kommen wir zum dritten Punkt jetzt dann halt, zum RPG Maker. Ihr seht das ja, wenn man den startet hier, das ist ja der RPG Maker MV. Es gibt hier eine ganze Kaskade an verschiedenen RPG-Makern hier im Falle dann halt von Steam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum hier 3,9 Stunden stehen. Das müsste eigentlich schon erledigt gewesen sein durch den Kurs damals. Ich, naja, vielleicht, ach so, seit Aufzeichnungsbeginn, keine Ahnung, vielleicht haben sie die Datenbank verändert. Es ist jetzt nicht so, dass man diese ganzen Dinge erstellen kann nur mit 3, 4 Stunden. Also es ist jetzt schon eine Eingewöhnungszeit nötig, aber ich zeige euch halt dazu noch ein bisschen was. Die Firmen sind Gotcha Gotcha und Kadokawa. Seit 1992 bauen verschiedene Firmen an diesem RPG-Maker rum. Auch für verschiedenste Systeme. Auch auf Konsolen gab es dann Lizenzen und
Insofern ist das sich auch aus dieser Perspektive einer technikkulturellen Geschichte interessant anzusehen. Nur diese Tradition dieser RPG-Maker, aber das soll heute nicht so das Thema sein. Wenn man hier mal runterscrollt, sieht man aber auch, was sozusagen die also die Funktionsweisen sind. Es gibt dann immer ein Hauptprogramm und diese Hauptprogramme, zum Beispiel diese MZ, fragt mich nicht, was diese Kürzel bedeuten, ne? Aber MZ ist dann zum Beispiel eins, das war 2020 erschienen. VX Ace ist 2012 erschienen. Wir können ja mal hier die Maker Collection aufmachen, da müsste man ja das dann alles sehen. Also ihr seht, das ist eine ganze Menge. Hier kann man auch eine ganze Menge Geld lassen. 286, man braucht die nicht alle. Also ich habe auch deswegen jetzt ja diesen MV gewählt, der ja von 2015 ist, weil ich den halt schlichtweg am besten kenne und weil er meiner Meinung nach, was so die Foren angeht und so auch am stabilsten läuft. Also vielleicht steigt ihr damit ein und viele Funktionsweisen sind auch sehr ähnlich im Vergleich zu den anderen. Es gibt aber auch noch sowas wie diese Visual Novel Maker, die dann halt anders funktionieren und dann eher so eine Adventure-Struktur erlauben. Da ist dann halt abgespeckt, was so Kampfsystem und sowas angeht. Und ich sage euch auch noch was, wie man zum Beispiel dieses Japan-Kampfsystem vielleicht umändern könnte, woran ich halt für dieses Beispiel, was ich euch eben gezeigt habe, ein bisschen rumbastel. Ich bin da noch nicht sehr weit, aber schauen wir mal. Also es gibt dann halt den MV 2015, weil, also jetzt hier in diesem Video, weil ich den am besten kenne. Und ja, gut, das vielleicht dazu. Die Funktionsweise, da war ich gerade. Also es gibt halt immer diese Haupt-Software-Entwicklungsumgebung, also Web Publishing hieß es dann halt hier. Man muss es nicht nur ins Web publishen, man kann auch Spiele als Exe, also als einzelnes Spiel sozusagen dann kompilieren und dann kann man das halt auch irgendwie benutzen, wie zum Beispiel das Heimatlos, was ich euch dann nachher zeigen werde. Das ist sehr mächtig und man kann es auch, ich habe es aber nie probiert, auf Android-Plattformen und auf Apple-Plattform aus. Für macOS glaube ich nur, ne? Ich muss mal hier kurz gucken, nicht, dass ich euch Quatsch erzähle. Ach doch, für iOS. Ja. Okay, also das habe ich aber nie ausprobiert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das für HTML, vielleicht für euch auch sehr interessant, wenn ihr Projekte präsentieren wollt, als HTML5 insgesamt abzuspeichern und das dann auf eine Webseite zu packen, sodass es dort spielbar wird. Das kann man hiermit alles machen. Das ist euch auch erlaubt. Also ihr habt dieses Tool, ihr könnt dann damit bauen. Diese Assets, die standardmäßig drin sind, könnt ihr dann, also die Assets, sag ich mal, also die Zeichnungen, die Charaktere, die Sounds, alles, was damit gekauft ist, ist dann auch dafür gedacht, es zu veröffentlichen. Und da gibt es dann halt auch noch unterschiedliche Lizenzen, die man dann auch für kommerzielle Zwecke und sowas verwenden kann. Und dann gibt es halt eben eine Menge Plugins. Es gibt eine breite Community auch dazu, aber ich zeige euch erstmal von denen, die machen ihr Geld natürlich nicht nur mit diesem Hauptprogramm. Ich glaube, das müsste so bummelig 70, 60, 70 Euro oder sowas kosten. Wartet immer auf einen Sale, die sind öfter mal sehr günstig. Ach, hier steht ja 73 Euro. Aber in der Regel gibt es da immer mal irgendwie einen Sale oder ja. Wenn ihr hier bei diesem Complete Starter Pack kauft, dann sind da wirklich alle Sachen drin. Ihr seht es auch am Preis. Da ist ja auch schon eine ganze Menge schöne Grüße an Paradox und die ganzen Crusader Kings und sowas. Da ist das ja genauso. Die einzelnen Pakete, die ihr bekommen könnt. Da kann man sich natürlich auch einzelne auspicken. Also hier sind dann so bestimmte Pakete. Ihr seht, dass das ein bisschen durchscrollen. Ich hoffe, ihr seht das auch wirklich. So Elemente wie ein Fernseher oder Technik oder sowas, das braucht ihr ja nicht für alles. Dann gibt es halt vorgefertigte Höhlen und Wälder, die ihr dann verbauen könnt und verändern könnt. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Achso, die Verbesserung der Events, wenn man so Dialoge und sowas hat, da gebe ich euch gleich auch noch einen Einblick und ein paar Tipps, was so Links angeht. Naja, da kann man sich hier halt austoben, alles Mögliche. Also bis hier unten Town of Beginnings, also dass man halt so ein Zentrum hat, so ein vorgefertigtes, das man dann verwenden kann fürs eigene Spiel. Dark Fantasy Ressourcen Pack. So, das ist ja das, was zu kaufen gibt. Und dann gibt es ja immer noch den Steam Workshop. Und, oh, das war jetzt falsch, Entschuldigung. Ich muss zurück, ich muss zum Spiel zurück. Lasst mich zum Spiel zurück. Also das, ihr seht halt auch an der Optik dieser ganzen Objekte, dass es halt sehr Japan-RPG-artig ist. Und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich zu Recht auch die Frage, wie in aller Herren Namen haben wir denn
daraus ein Spiel in Hamburg gemacht. Aber die visuelle Gestaltung ist natürlich flexibel auswählbar. Man kann natürlich diese typischen Japan-buschigen Frisuren, die man hier auch sieht oder sowas nehmen, oder man sucht sich halt gezielt bestimmte Charaktere aus. Und manches, wie diese Erzählbildschirme, kann man halt auch verändern. Ja gut, das kann ich euch ja nachher noch zeigen. Hier im Community Hub findet ihr dann natürlich wie üblicherweise auch sowas wie den Workshop hier oben. Und im Workshop gibt es allerhand sich anzugucken. Es gibt hier mehrere Packs noch, die halt Leute erstellt haben. Zum Beispiel so ein Forest, Dorf oder so eine Ruinenstadt. Ja, es gibt für Geisterspiele speziell zusammengestellt und so. Ihr seht es hier nach Genres sortiert. Und man kann das hier jetzt auch wieder wegmachen. Was nehmen wir denn mal? Wir könnten hier irgendwie auch Icons nehmen. Dann gibt es halt hier so ein riesiges Set von verschiedenen Icons, die man dann ins Inventar packen kann. Neue gezeichnete Gesichter. Das ist jetzt nicht so viel, aber das gibt es halt auch in den Hauptpaketen stark. Es gibt Musik. Da gibt es, achso, weil Faces und Musik, ja. Da gibt es dann halt auch Musik, die man da für Hintergründe, also Background Music oder für die Zwischenscreens und für die Gespräche und sowas verwenden kann. Das kann man alles sehr detailliert einstellen. Das heißt, es ist ein riesiger Spielplatz, in dem ihr euch austoben könnt, in dem ihr nachahmen könnt, wie so eine Fantasy-RPGs funktionieren und selbst eins bauen könnt. Aber ihr könnt halt auch eine völlig eigene Idee dazu verwenden. Und es hat tatsächlich ja auch schon ein paar Beispiele gegeben, die kommerziell dann nachher wurden. Also To the Moon zum Beispiel dazu habe ich jetzt gar kein Fenster. Achso, doch, wartet, ich habe ja hier, das packe ich euch auch in die Links, ich habe Top 50 der fertiggestellten. Also es gibt ja Unmengen von diesen angefangenen RPGs, ich meine, so wie meins letztendlich ja. Aber da gibt es halt eine ganze Menge, die halt auch, hier seht ihr 50, die dann halt irgendwie auch veröffentlicht wurden und die teilweise sehr eindrucksvoll sind. Da ist natürlich auch viel Schrott dabei. Manche sind dann grafisch sehr eindrucksvoll. Also, ups, nee, das war falsch. Also hier geht es halt ganz stark so in Richtung, ja, wie heißen die es? Torment. Das, wo man den Bösen spielt, dieses Rollenspiel im Baldur's Gate Look. Und das hier hinten ist halt das, was oft erwähnt wird, weil es halt auch kommerziell sehr erfolgreich war, wenn es denn jetzt mal starten würde. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Aber die haben sich halt mit den Assets, wie ihr seht, da halt sehr schön was gebaut und man kann halt diese Bildschirme dann auch über den Figuren einblenden. Das ist halt eine narrativ sehr starke Geschichte. Hier gemacht mit dem RPG Maker XP. Ich glaube, es gibt doch dann noch später eine Variante, ne? Naja, ich packe euch das Video da rein, das müssen wir jetzt ja gar nicht alles gucken, aber es zeigt halt, dass man mit diesen Tools, die man dann hat und einer gewissen Vision sehr, sehr viel coole Dinge machen kann. Und ich kann euch sehr empfehlen, und auch das packe ich in die Links, das sehr unterhaltsam und sehr witzig gesprochene RPG Maker MV Beginner Tutorial, das wirklich Schritt für Schritt und zwar nicht in 30 Minuten Abschnitten, wie es manche Tutorials bei YouTube halt sind, erstmal 20 Minuten dummes Gelaber über irgendwelche anderen Dinge, um dann zu sagen, jetzt kommt Werbung und dann kommen nochmal 10 Minuten zu den Inhalten. Der SR-Dude oder Dude hat hier tatsächlich eine ganze Menge Videos gemacht zu verschiedensten Dingen und die sind halt top, also die funktionieren wirklich gut. 30 Videos, wenn ihr das näher kennenlernen wollt. Und ja, da ist halt der Fantasie quasi keine Grenze gesetzt oder doch ein bisschen Grenze gesetzt, je nachdem, ob man dann die entsprechenden Charakterköpfe oder Elemente in der Spielmechanik oder eben auch die Hintergrundbausteine findet, die man da so verwenden kann. Da gibt es wirklich eine ganze Menge, aber letztendlich kann man sich auch hinsetzen und dann sich einarbeiten, sowas selber zu bauen. Ich würde mal vorschlagen, es erstmal klein zu halten. Und das ist halt auch eine schöne Überleitung, glaube ich, zu meinem kleinen Projekt. Ich habe das Arrival genannt, also im Sinne von Ankunft und da drin eben, man sieht das jetzt hier, nur ganz klein,
Und eben da drin auch der Arrival, also es ging ja um Flucht und Vertreibung, und aus dieser Idee heraus ist halt eben etwas entstanden, wo man eben jetzt hier im Anfang erstmal nur durch die Gegend läuft und verschiedene Szenarien sich anguckt, was Flucht auslöst. Also in dem Fall hier, das heißt ja Winterkrieg und das heißt Krankheit. Man kann hier eben dann bearbeiten klicken und kriegt hier alle möglichen Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Sets von Kacheln. Also Oberwelt ist sowas, wenn ihr euch so vorstellt, so eine Gesamtkarte von Super Mario oder so, wo man zu den Rennen läuft. Sowas gibt es ja auch bei Zelda, so eine Oberweltkarte halt. Dann die Außenwelt, das ist halt sowas wie diese Karten. Da kriegt man halt eben diese Assets von Gelände und Sand und Schnee. Und ich kann ja hier auch mal Sekunde mal durchklicken. Von Schnee zum Beispiel hier. Ich hoffe, das ist euch nicht zu klein jetzt hier. Ja, und dann gibt es halt so typische, meinetwegen Statuen, die ich dann halt nicht verwende, weil es ja ein irdisches Szenario sein soll. Ja, und diese Dinge kann man dann hier anklicken und dann eben hier meinetwegen. Ja, man kann das dann hier. Ach, ich bin jetzt im Ereignismodus, Entschuldigung. Also hier ist der Kartenzeichenmodus, der verliert dann auch das Raster und dann könnte ich das hier halt reinsetzen und dann ist hier halt so ein Teil für den Sand. Ich könnte jetzt aber auch das wieder reinsetzen und den Weg wieder ganz machen, dann wähle ich mir halt das aus. Und so kann man dann halt Flächen erstellen, man kann Gebäude erstellen. Ihr seht, die Holzteile sind hier halt so in so Elemente gepackt. Und dann muss man sich eben die entsprechenden Elemente hier suchen, wie so ein Winkel hier zum Beispiel, der dann halt ein Dach trägt und das Dach einzeln aus den Segmenten bauen und kann dann aber auch solche Dinge kopieren. Das macht man dann halt hier mit Copy und Paste hier oben. Sieht man ja hier oben so ein bisschen. Also das ist kein großes Hexenwerk. Es ist halt so, dass man ein bisschen kreativ werden muss. Was ich jetzt hier zum Vorführen halt gemacht hatte, ist mal diese beiden Karten hier rausgenommen, damit ich mich da auch nicht verlaufe in dem ganzen Krempel, den ich erstellt habe. Und hier am Rand so ein Segment erstellt, also bei den Ereignissen sind dann halt diese Dinge hier. Das hier ist Nummer 2. Man sieht hier oben kommt der Charakter rein. Da habe ich gesagt, das ist das Startfeld für dieses Spiel. Und damit können wir hier nochmal wieder zurückgehen. Ich habe hier die Breite festgelegt, den Namen, der angezeigt werden soll. Ich meine, wir können jetzt hier, der wird angezeigt, wenn man das Spielfeld betritt. Na, wir wollen es ja auch ein bisschen dramatisch haben. Ja, im Hintergrund wird ein Titel abgespielt. Den kann man halt auch entsprechend auswählen. Man kann seine Lautstärke einstellen, relativ zur Gesamtmusik, ob es eine entfernte Musik sein soll, eine leise Musik. Man kann aber auch die Tonhöhe variieren. Das bedeutet ja dann, dass die Musik tragender und tiefer wird zum Beispiel. Das ist sehr praktisch alles und man kann ein Background Sound, also Background Musik und Background Sound, also ihr müsst nicht unbedingt Musik machen. Ihr könnt auch einfach nur so einen Hintergrund Sound abspielen und ich wollte das halt wie so einen bedrohlichen Wind haben. Ich hoffe, das kommt gleich auch rüber, wenn wir das abspielen. Denn wir können das gleich mal einmal kurz anspielen. Ich wollte halt, dass man hier nicht rumrennen kann, weil es ja diese erschöpfte Reisesituation darstellen soll. Also eigentlich soll das hier zum Haupttitelbildschirm erst hinführen. Denn das Spiel soll ja darum gehen, deswegen Arrival, dieser Gedanke, dass Leute, die bei uns ankommen, Rivalen sind, überwinden helfen. Und eben die Ankunft zeigen. Also es gibt ganz viele Spiele über Flucht und ich habe ja auch mal ein paar bei mir in den Quickshot-Videos thematisiert. Und mir ist halt aufgefallen, dass es ganz wenig darum geht, wie kommen Menschen eigentlich hier an und wie finden sie sich zurecht und wie findet man sich auch mit ihnen zurecht als Mensch, der hier schon lebt. Also das war das Anliegen und da bastle ich halt immer so ein bisschen dran rum. Wie gesagt, das hier zwei Karten, die ich mal ausgekoppelt habe, um euch das halt kurz zu zeigen. So, hier gibt es noch ganz viele andere Dinge, die uns jetzt nicht interessieren. Das heißt, ich werde euch jetzt auch nicht alles im Detail erklären, sondern nur einen kurzen Einblick geben. Denn das Limit ist hier, also es ist quasi kein Limit. Es ist überhaupt kein Limit denkbar. Es sind unfassbar viele Möglichkeiten und die Kombination dieser einzelnen Optionen untereinander sind halt, da könnt ihr eure Gedanken frei schweifen lassen. Okay, das heißt, es gibt hier diese eine Ebene, diese Ereignisebene, da kann man dann eben in bestimmten Feldern ein Ereignis erstellen. Also man könnte hier zum Beispiel jetzt sagen, ich packe hier so ein Ereignis hin
Und Ereignisse sind eben auch Personen, Auslöser wie die Aktionstaste. Und wir müssten jetzt hier irgendwie bei Bild, weiß nicht, wen packen wir denn da hin? Man kann hier tatsächlich auch Tiere reinpacken, kann Menschen hier reinpacken. Den können wir da hinsetzen. Dann können wir die Ebene festlegen. Ist er unter den Charakteren? Also kann man quasi über ihn rüberlaufen? Läuft man unter ihm drunter? Oder ist man auf der Ebene wie Charaktere? Und man kann ihm die Rolle geben als naja, also ob er durch die Gegend laufen soll oder so, da kann man verschiedenste Dinge machen. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie machen wir das denn nochmal hier mit? Achso, hier kann man verschiedene Akteure einstellen, die wir in unserer Party haben. Also Him ist als einfach nur der Name von unserer Figur. Und ach ja, wenn man hier hinklickt. Ja, wie ihr seht, und das dazu, dass man halt auch schnell wieder vergisst, wenn man das nicht regelmäßig macht. Man kann verschiedene Mitteilungen anzeigen lassen. Man kann, wenn man den kontaktiert, kann das Gold steigen. Also man kann Objekte oder Personen halt dann Geld verteilen lassen. Man kann ihnen die Rüstung schenken. Man kann hier unfassbar viel machen. Wie gesagt, ich zeige euch das jetzt nicht alles, denn es gibt natürlich auch noch verschiedene Möglichkeiten, also zum Beispiel kann man den ansprechen und dann wird man irgendwo hin teleportiert oder mit dem zusammen irgendwo hin teleportiert. Man kann ein Bild zeigen oder eine bestimmte Musik oder einen Ton oder einen Film abspielen, eine Zwischensequenz zum Beispiel. Man kann Leuten mit Stroboskop-Effekten Epilepsie auslösen. Also es ist tatsächlich unfassbar viel möglich, was man hier machen kann. Ihr seht es hier auch nochmal. Kartennamensanzeige ändern. Vielleicht, weil das eine Vorher-Nachher-Geschichte ist. Oder man kann zum Beispiel mit jemandem sprechen und währenddessen passiert eine Zwischensequenz und danach ist beispielsweise alles zerstört und in Flammen. Dann hätte man eine zweite Karte geladen, auf die dann der Charakter transferiert worden wäre. Wir machen jetzt mal das Einfachste. Man kann hier so einen Text zeigen und dann nehmen wir mal das hier. Man kann die Position festlegen, also ob es ein festes Fenster sein soll, ob man es dimmt oder durchsichtig macht, unten in der Mitte oder sonst was. Man sollte vielleicht noch ein Porträt wählen. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Ist der das vielleicht? Das kann sein, ne? Dann würde der halt erscheinen und ja, also dann seht ihr hier in diesem Inhaltefenster immer komplett, was passiert ist. Und also was passiert und in welcher Reihenfolge etwas passiert. Ihr könnt ja auch Auswahlmöglichkeiten in Dialogen einbauen. Das ist jetzt geführt jetzt aber alles ein bisschen weit. Das sehen wir ja nachher in dem Beispiel. Aber das seht ihr halt alles in diesem ja quasi Nadeldrucker-Auszug, der hier in Zeilen zu sehen ist. Nennen wir das mal alter Mann und übernehmen das. Und dann müsste er hier zu finden sein. Das vielleicht als Beispiel dazu, was man alles machen kann. Ihr seht, hier gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, ein Plugin zum Beispiel auch zu verwenden. Das sind dann halt die Dinge, die man da zusätzlich runterlädt. Die müssen ja irgendwo integriert werden in das Spiel. Ihr könnt, wenn ihr ganz viele Ereignisse gemacht habt und nicht mehr sicher seid, wie es heißt, also könnt ihr auch in den Ereignissen suchen. Ihr könnt verschiedene Ressourcen auch managen. Ihr könnt Dinge, die vielleicht nicht funktionieren, dann auch aktivieren und deaktivieren. Ihr könnt DLCs einbauen. Alles Mögliche. Und ihr könnt eigene Figuren erzeugen. Das war das, was ich vorhin meinte. Ihr könnt hier aus grundlegenden Variationen eben, also Gesichtsvariationen hier verwenden. Ne? Seht ihr? Also in dem Hauptporträt, da ist dann halt dicker oder dünner oder. Das ist schon ein mächtiges Tool, finde ich. Und das zeigt halt, was man hier alles mit sowas machen kann. Okay, ihr habt diese Ereignisebene hier gesehen und wir haben die Kartenebene. Und hier kann man dann eben auch zur Erinnerung diese verschiedenen Ereignisse hier anlegen. Oh, das wollte ich gar nicht wegnehmen. Nein. Ach, Mist. Kann ich jetzt nicht auch irgendwie.
Ja, gut, das führt jetzt ein bisschen weit. Ich würde jetzt hier halt das nochmal kopieren. Aber hier ist das Ereignis angelegt. Seht ihr gleich, dass man halt auf das nächste Feld übergeht. Und jetzt schaue ich mal, ob ich euch alles gesagt habe, was ich euch in der Grundanlage sozusagen vorstellen wollte. Ihr seht ja, wie es grundsätzlich funktioniert. Man kann es in verschiedene Ebenen packen. Man kann dann eben neue Karten laden durch Dialoge, durch Events. Dadurch werden die ganzen Sachen aber auch sehr groß. Also übernehmt euch nicht gleich am Anfang, sondern bastelt eine Weile rum. Ich würde mal sagen, wie viel hat das insgesamt jetzt hier gedauert, das zu bauen mit ein paar Ereignissen drin? Das ist schwer zu sagen, weil ja die anderen Sachen fehlen da drin jetzt, aber mit viel Rumprobieren am Anfang, vielleicht insgesamt 3 Arbeitstage oder sowas. Das ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht euch jetzt erscheint. Traut euch einfach mal. Okay. Das heißt, also die andere Karte hier, die Winterkriegkarte, funktioniert ja genauso. Die hat dann halt auch entsprechend andere Namen gekriegt und Inhalte und Musik und so. Und das werdet ihr dann ja gleich sehen, wie es funktioniert. Ich habe dann halt hier entsprechend das anders angelegt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, warum hier auch so ein Ding angelegt ist. Habe ich das auch schon gemacht? Da habe ich vielleicht irgendwas falsch kopiert, aber gut. Das, verzeiht, das soll uns jetzt nicht so kümmern. Was eine interessante Frage ist und weswegen ich euch das hier, das Beispiel halt auch mal zeigen wollte, ist, die Idee, ein Kampfsystem umzubauen, ist mir halt gekommen. Also es soll ja in diesem Spiel nicht um Kämpfen gehen, sondern um den täglichen Alltagskampf, wenn ihr so wollt, mit anderen kommunizieren zu können. Das heißt, Skills und verschiedene sowas wie Plattdeutsch oder sowas, hatte ich mir vorgestellt, könnten dann eben sowas wie Talente sein, mit denen man mit bestimmten Personenkreisen dann in Hamburg agieren könnte. Und insofern, also wenn ihr Bock habt, mit mir an sowas zu arbeiten, meldet euch gerne oder überhaupt mal, wie die Idee reden wollt. Denn die Kommunikation quasi als eine Art Kampfsystem zu begreifen, dann spielmechanisch so umzurüsten, dass man quasi nicht kämpft, sondern in Dialogen sich befindet auf dem Kampfbildschirm. Daran bin ich bislang noch ein bisschen gescheitert. Ich bin dann mehr für die atmosphärischen Hintergründe offensichtlich. Okay, habe ich es schon gespeichert? Ja. Dann lasst uns doch einmal, das ist sozusagen die Idee dahinter gewesen, hinter diesem Arrival. Was ist eigentlich mit dem Ankommen nach der Flucht? Und wir können dann hier oben, das ist wirklich toll. Ach so, ich wollte ja noch zeigen, bevor ich das zeige. Man kann dann halt hier eben in Steam-Verwaltung gehen und man kann auch bereitstellen. Ihr seht hier verschiedene Plattformen. Ihr könnt es dann eben in einem Output-Verzeichnis alles ausspielen und dann halt auch wirklich testen, so wie das Spiel dann nachher quasi hochladbar ist. Für Webbrowser, wie gesagt, war es ja dann so, dass man da eine HTML5-Datei bekommt, die man dann halt eben auf dem Server packen kann, weil sie mit HTML5 komplett ausführbar ist. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. So, aber man kann im Testbetrieb das auch sich angucken. Ich hoffe, jetzt wird es nicht zu laut. Ach so, ich mache das mal größer, ne? Nee, das sieht nicht zu laut aus, oder? Der Hintergrund ist jetzt generisch, den habe ich halt ausgewählt. Ihr seht hier eine ganze Menge Optionen. Man kann hier halt auch Lautstärke verändern, zum Beispiel dieses Geklicke. Kann man dann halt auch ausstellen, wenn einen das stört. Aber ich wollte wenigstens hören, ob man was macht. Background Sound und Background Musik. Das ist halt von System zu System unterschiedlich. Okay, immer Rennen könnte man jetzt auch anstellen. So. Und wir machen jetzt mal ein neues Spiel. Den Namen hat er jetzt aber nicht übernommen, da, oder? Das heißt immer noch Krankheit. Wahrscheinlich, weil das der Kartenname ist. Ihr hört die Hintergrundmusik, die ich angelegt habe. Das ist halt auch eine, die frei verfügbar ist aus diesem. Ihr seht auch, dass es 4 zu 3 ist, ne? Also es ist halt auch ein bisschen älter alles. Und dann könnt ihr hier auf der Karte schon rumlaufen. Die ganzen Hintergrundspielmechaniken sind ja angesetzt sozusagen. Also die Suppe ist angesetzt, ihr müsst sie halt nur noch würzen und das Gemüse eurer Wahl reintun und dann habt ihr am Ende ein leckeres, schmackhaftes Gesicht. Ich habe halt versucht, was Stimmiges zu finden. Er läuft jetzt halt durch ein Gebiet, das halt ja, ausgestorben ist, weil Menschen verhungert sind, weil sie an Krankheit gestorben sind. Ich zeige das nicht, ich zeige das deswegen, weil der Eindruck ja entstehen könnte, dass man nur so eine lustigen kleinen Japan-RPGs machen könnte mit putzigen Gestalten und so. Mit den Assets, je nachdem, wie man sie kombiniert, kann man auch sehr, sehr harsche Probleme und Settings schaffen. Ihr seht halt hier die Zelte und hier geht es in die Wüste. Hier würde es halt nicht weitergehen. Hier hinten habe ich dann Disteln gepackt. Ihr habt das ja eben gesehen. Disteln, Dornenbüschel gepackt.
und er wandert halt entsprechend durch ein Meer aus Verstorbenen. Ich weiß gar nicht, ob es ein R ist. Ich habe es ihn Him genannt, als ihm sozusagen. Wenn wir jetzt hier weitergehen in die Wüste hinein, kommen wir auf diesen Punkt und dann wechselt es halt in dieses andere Gebiet. Das war das, was mit der 2 so angelegt war. Und ihr seht halt, am Rand ist ja dieser Fluss und so ein paar Bäche. Und hier sieht man halt schon so Einschlagskrater, alle Bäume sind gefällt. Und hier könnte man jetzt was zum Beispiel auf diesen, als Event auf diesen Wegweiser legen, wo man denn gerade ist. Man kann jetzt hier über diese vorgefertigten Brückenelemente laufen. Ohne dann, glaube ich, auch runterzufallen. Diese Geländer rechts und links. Dadurch, dass es vorgefertigt ist, sorgen halt dafür, dass man nicht einfach ins Wasser klatscht. Und hier kann man jetzt halt auch langlaufen. Hier kommt man dann quasi in eine verlassene Stellung. Hier haben vielleicht noch Leute zusammengesessen. Ich habe versucht, aus den Assets etwas zu bauen, was wie so eine Frontlinie aussieht. Und hier eben auch noch so, ja, so Pfosten, die Stacheldraht überleben, vielleicht Artilleriebeschuss. Der Reiz eines digitalen Spiels ist ja auch, dass man eben nicht alles eins zu eins im Text erklärt bekommt, was man sieht, sondern sich sein eigenes Bild machen muss aus dem, was man hier... Man könnte jetzt hier Schnipsel finden und Nachrichten finden. Man könnte vielleicht eine Halskette bei dem Hund finden, wie der heißt oder irgendwas. Hier ist unfassbar viel denkbar, was man hier noch machen kann. Und ich habe ja auch dieses eine Gebiet hier noch gar nicht ganz ausgefüllt. Ihr seht aber auch, hier ungefähr war ja dies andere, also auf dieser Karte, die Zweier-Schicht, die hat aber noch keine Funktion. Die würde dann halt zum dritten Gebiet übergehen oder zu dem Anzeigebildschirm, zu dem Hauptbildschirm. Achso, wir haben jetzt ja den Alten noch gar nicht befragt, ne? Aber ich glaube, wir können jetzt auch nicht wieder zurück. Das zeigt halt auch, dass man dann schon ein bisschen... Das ist ja quasi jetzt total beabsichtigt gewesen von mir, weil es zeigt, dass nicht alle Spielerinnen und Spieler alle Assets sehen. Man müsste hier halt entsprechend noch eine Funktion 3 haben, dass man hier wieder zurücklaufen kann. Kann man jetzt aber nicht. Das heißt, wir müssen hier nochmal zum Titelbildschirm. Kann nochmal ein neues Spiel machen. Und wenn wir jetzt hier langlaufen, sehen wir den alten Mann, den wir dort hingesetzt haben. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Ritz auf dem Boden. Da kommen wir nicht durch. Das ist auch interessant. Und jetzt spricht er halt mit uns, wenn wir die Eingabetaste machen. Man kann da Dialoge reinpacken. Er sagt halt jetzt nur diese eine Zeile immer wieder und auch wiederkehrend. Man kann Briefe finden, alles Mögliche. Was ihr euch halt vorstellt. Benutzt es, spielt es, probiert es aus. Aber vielleicht guckt ihr, dass ihr es in einem Sale oder sowas bekommt. Denn es ist ja schon nicht ganz günstig. Aber das ist das, was ich euch zeigen wollte. Also dieses Areal hier, was dann halt irgendwie eher so ein, ja, mittelafrikanischen Look hat oder so. Ich weiß jetzt auch nicht, was genau... Also es soll jetzt keine bestimmte Region auch sein, das geht ja genau darum. Aber es soll halt an bestimmte Regionen erinnern und unterschiedliche Spielerinnen und Spieler würden sich auch an unterschiedliche Regionen erinnern. Und das macht das Ganze so reizvoll. Ihr könnt diese Funktion mit dem Wechseln in andere Gebiete, könnt ihr natürlich auch bei Hauseingängen hinsetzen, sodass man ins Haus gehen kann und dann damit irgendwas machen könnte, Dialoge, Personen treffen. Und das schauen wir uns jetzt mal in dem Beispiel an, was ich euch... Wir springen mal aus meinem rudimentären... Oh, ach man, komm. Aus meinem rudimentären Spiel hier raus. Wir sind ja auch schon wieder bei 47. Und schauen nochmal in dieses unglaublich tolle Spiel, was die in einem Semester zusammengebaut haben, hinein. Achso, jetzt muss ich ja wieder hier irgendwie händisch raus. Das ist so wirklich so Konsolen... Japan-Konsolen-mäßig. Ihr seht, das ist das, was wir gebaut haben. Oder was ich gebaut hatte. Und hier ist der Charakter nochmal so. Und dann kann man das halt ausprobieren. Das brauchen wir alles nicht mehr. Und das brauchen wir nicht mehr. Und das ist nochmal das Tutorial. Kann ich euch sehr empfehlen. Wirklich Schritt für Schritt. Super Sache das. Aber jetzt müssen wir ja dann auch quasi mal zeigen, wie so eine Excel dann auch funktioniert. Ne? Also wir haben hier das Spiel heimatlos. Also das packt sich dann halt in ein Verzeichnis, das heißt dann Spielversion 1.0 und da ist dann heimatlos drin und da packt es alles zusammen, was man dafür braucht. Und es heißt halt hier einfach Game und dann gucken wir mal. Vielleicht vorher noch erinnert daran, es geht um Geflüchtete, die in Hamburg angekommen sind 1995 auf diesen Wohnschiffen am Fischmarkt und
einmal namentlich genannt Manon Burmeester, Viktor Jakobsen, Pascal Küter, Tobias Reusch, Marc-Louis Stuart Fairweather und Nils Sepp sowie Fabrice Rösele haben das zusammen gemacht und haben da wirklich ein ganzes Semester weit mehr als nur die Seminarzeit mit verbracht. Da haben sie sich richtig, richtig eingefuchst. Der Hintergrund, werdet ihr dann sehen, ist halt auch, dass durch die Nähe zum Fischmarkt auch damals ganz viele Probleme mit der Polizei auftraten, weil die Luden, die Zuhälter vom Kiez, sich die Frauen quasi holten als Prostituierte. Die Enge in diesen Schiffen war unfassbar. Man versuchte dort Geld zu verdienen, um dann da rauszukommen. Es gab dann Leute, die stiegen halt ein über Kurierdienste im Reeperbahn-Milieu und gerieten damit natürlich auch mit Drogen, Kriminalität und sowas in Verbindung mit Gewalttaten. Der damalige Leiter, ich habe jetzt seinen Namen mir gar nicht notiert, aber der prangerte diese Unterbringung halt auch extrem an und hat massiv Kritik auch am Senat geübt, weswegen er dann seinen Posten räumen durfte. Und bis heute gab es eigentlich nicht so richtig eine wirklich gute Aufarbeitung davon, was dazu führte, dass, und deswegen, das war halt der Zusammenhang zu 1995, das führte dazu, dass 2015 bis 2017 halt nach der Syrien-Fluchtwelle diese Diskussion wieder aufbrannte, wir brauchen jetzt wieder diese Wohnschiffe, ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich für eine katastrophale Lage für die Leute war. Und die Studierenden haben halt versucht, diese Diskussionen, die Wohnschiffe aufzugreifen als Spiel und aus der Perspektive der Geflüchteten zu zeigen, wie es eigentlich ist, in Hamburg anzukommen. Eine ganz große Geschichte. Und ich hatte schon erwähnt, Hauptprobleme, die ihr vielleicht sehen könntet, sind die Perspektivität. Das heißt, rechte Spieler würden halt was anderes sehen als also in diesen Ereignissen als jemand, der aufgeklärter ist und gesellschaftlich fester. Wenn halt Straftäter unter Geflüchteten sind. Das ist ja, wenn man nur so einen Ausschnitt sieht dann davon, ist das ja für die schon gleich wieder Beweis für alles. Und die Deutungshoheit, die man als Historikerin und Historiker gern behalten würde, gegenüber der spielerischen Freiheit, die so ein Spiel ja bietet, das war das interessante Experiment. Und nun habe ich auch schon wieder viel zu lange einleitend gelabert. Starten wir mal das Spiel. Achso, da sollte ich vielleicht auch mal in ich hätte fast gesagt, ganz Körpermodus gehen. Ihr seht ja, das ist auch 4 zu 3. Ich weiß gar nicht, ob es in der neueren Version schon andere Darstellungsmöglichkeiten gibt. Steigen wir mal ein in ein neues Spiel. Und es beginnt im Amt. Und Herr Stanisic, wie geht es Ihrer Familie momentan? Fragt der nette Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Gut, sagt er. Das freut mich zu hören. Nun, Herr Stanisic, ich kann Ihnen dementsprechend soweit mitteilen, dass Sie sich nach wie vor auf dem besten Weg zu einer Aufenthaltsberechtigung befinden, vor allem angesichts Ihrer gesteigerten Deutschkenntnisse der letzten Monate. Wir können sogar bald von der momentanen Befugnis zu einer begrenzten Aufenthaltserlaubnis wechseln, was ein erster bedeutsamer Schritt dahin wäre. Wie lange würde es in etwa dauern, bis meine Familie diese Aufenthaltsberechtigung? Ja, also auch total schwierig zu verstehen, wo man eine Erlaubnis hat und wo man eine Berechtigung hat. Da haben sie sich halt auch ein bisschen ins Amtsdeutsch reingekniet. Eine Aufenthaltsberechtigung. Genau, diese Berechtigung bekommen. Mal sehen. Wenn Sie jetzt die begrenzte Erlaubnis bekommen, können Sie die unbegrenzte in 5 Jahren erhalten. Vorausgesetzt, ergibt sich kein Ausweisungsgrund. Und das ist halt auch der Aufhänger für die Familiengeschichte. Die Aufenthaltsberechtigung können Sie beantragen nach dem 8-jährigen Besitz einer Aufenthaltserlaubnis. Diese gewährt Ihnen und Ihrer Familie endgültig ein selbstständiges, unbegrenztes Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Das war sicher sehr informativ für jemanden, der gerade angekommen ist. Wissen Sie was Neues über den Krieg zu Hause in Bosnien? Wir kommen momentan schlecht an ein Radio, eine Zeitung oder so. Außerdem berichten Sie nicht immer ausführlich. Seitdem, also auch in der Zeit jetzt ein Kommentar dazu, wie es eigentlich, weil man immer vielen Syrien-Flüchtlingen vorwarf, dass sie ein Handy benutzt haben und das so festhielten. Und alle haben ja so teure Handys. Ja, das ist ihre letzte Lebensversicherung, dass sie Kommunikation und Wissen haben. Aber Knallchargen, braune Knallchargen verstehen sowas halt nicht. Seit dem Vorfall in Srebrenica von vor ein paar Wochen ist nicht mehr viel Neues rausgedrungen, außer dass die Kämpfe immer weitergehen, nur jetzt halt auch mit Kräften der NATO, sagt der Amtsmitarbeiter. Was speziell Ihre Heimat in Srpska angeht, kann ich Ihnen nach wie vor leider nur sagen, dass es aufgrund der proserbischen Truppen dort für Bosnier wie Sie und Ihre Familie immer noch gefährlich ist. Danke sehr, Herr Schmidt. Wäre das dann alles? Ja, das wäre alles. Einen schönen Tag noch, Herr Stanisic. Tja, und nun kann man sich frei bewegen.
Geldautomat wäre schön, aber. So, in dem Bereich kommt man dann nach Hamburg 1995, 3 Jahre nach Ausbruch des Bosnienkriegs und bewegt sich halt entsprechend hier durch, das war dies mit dem transparenten Dialoghintergrund, bewegt sich hier durch die Stadt. Ich sollte mal nach meiner Mutter sehen, sagt er. Wenn man hier lang geht, haben sie ein Event gebaut, dass man eben in diesem Zustand erstmal zurück, also in diesem Zustand der Hamburg-Karte erstmal wieder zurück in den Hafen soll. Okay. Und hier sieht man auch so ein bisschen, wie sie versucht haben, Hamburg aus diesen Japan-Settings zu stilisieren. Nämlich unter anderem, um mit jemandem wie ihm, der als Matrose sozusagen da rumläuft. Also ähnlich wie meinetwegen auch Assassin's Creed oder sowas es macht mit Sehenswürdigkeiten und bestimmten Landmarken oder sowas arbeiten. Das haben sie halt alles versucht. Wen haben wir hier? Ist einer der Flüchtlinge auf den Wohnschiffen, die unten am Hafen leben. Ja, hier muss man wahrscheinlich über die Straße gehen, ne? Ja. Und dann ist man an so einer Kaianlage gebaut aus, ja, die Pieranlagen, die Gangway und dann eben dieses Dach als Wohnschiff. Ich würde gern mehr für meine Familie tun können, aber die Möglichkeiten sind sehr begrenzt, sagt der Mann. Ja, das stimmt. Es ist so langweilig hier, spiel was mit mir. Ja, das war durch die Unterbringung halt auch ein Problem, dass die null Platz hatten, irgendwas zu tun. Wo ist Azira? Sie ist nicht hier. Dabei wollten wir uns doch jetzt hier treffen. Warum ist sie nicht hier? Ich muss wissen, wo sie ist, sofort. Oh, jetzt bin ich wieder rausgelaufen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber so kann man halt zwischen verschiedenen Bildschirmen dann wechseln. Die Musik im Hintergrund auch entsprechend stimmig wählen. Es ist eng und schmutzig hier, aber alles ist besser als der Krieg, aus dem wir kommen, sagt das Mädchen. Also das heißt, die haben diese selbstlaufenden Charaktere, die hier auch so in Position herumwandern, haben sich halt auch angelegt. Und ich glaube, hier kann man dann halt rein. Das ist die kärgliche Unterkunft der drei. Also ein stilisierter Container quasi. Hallo Mutter. Wie geht es dir, mein Sohn? Ich suche Azira. Weißt du, wohin sie ist? Azira? Nein, ich glaube, doch, sie kam hierher, sagte, ihre Freundin hätten sie angerufen, sie wollten sich mit ihr treffen. Wo denn? Irgendwo auf der Reeperbahn, glaube ich. Und wie geht es dir so, Mama? Gut. Bist du sicher? Natürlich, warum sollte ich etwas anderes sagen, wenn es nicht stimmt? Warst du heute mal draußen? Nein, warum? Mutter, du warst schon seit Wochen nicht mehr draußen, du kannst nicht ewig hier drin bleiben. Seht ihr auch diese Einstellung mit dem. Mit dem Gesicht, mit der Mimik, dass sich das ändert. Hör zu, wenn ich mit Azira wiederkomme, dann helfe ich dir nachher beim Aufräumen. Einverstanden? Wenn du meinst. Okay, ich suche sie mal. Wir sehen uns, Mutter. Ja, bis dann. Eines der Probleme damals in der Zeit war nämlich auch, dass die Männer ja im Krieg waren und die Jungs völlig überfordert waren, damit quasi diese Familienrolle übernehmen zu müssen. Hier gibt es dann halt die Betten. So, wir sollen sie jetzt also suchen mit ihren Freundinnen. Wir können so froh sein, dass Deutschland uns aufgenommen hat. Ja, manchmal weiß ich halt auch nicht, ob das ein Kind so sagen würde, aber. So, jetzt kann man nämlich, und das, wir müssen das ja auch nicht ganz spielen, aber es zeigt ja schon, wie viel man eigentlich in einem Semester schaffen kann. Ist auch der ältere Herr, den wir eben schon gesehen haben aus den Standard-Assets. Pass doch auf, wo du hinläufst, schnauzt ihn an. Na gut. So, hier können wir jetzt aber nichts machen. Wir können in die Häuser natürlich auch nicht rein. Können wir mal gucken, wo wir jetzt hier langkommen. Wir suchen ja die Schwester. Jetzt seht ihr, ist es nicht mehr versperrt. Und hier sind so Eingänge gebaut. Dort werde ich Azira bestimmt nicht finden, sagt er. Also zu dem Standpunkt ist halt eine Bedingung noch nicht erfüllt, dass man in diese Zone noch nicht reingehen kann. Aber jetzt sind wir an einer anderen Ecke. Branko, bist du das? Schnell, du musst Azira helfen. Was? Was ist denn mit ihr? Es tut mir leid, wir wollten nicht. Was ist mit ihr passiert?
Ihr geht es gut, aber sie steckt in Schwierigkeiten. Sie ist die Straße runter beim Supermarkt. Bitte hilf ihr, ich muss los. Warte mal. Ich habe versucht zu helfen, konnte aber nichts tun. Es tut mir wirklich leid. Er haut sie einfach ab. Und währenddessen können wir auch nichts machen, ihr nicht hinterherlaufen. Wo ist sie jetzt? Beim Supermarkt? Ist das der Supermarkt? Ach, da. Hier sieht man auch einen Hamburger Urgestein. Ahoi, Matrose. So viel zu unseren Klischees, was uns Fischköppe in Hamburg angeht. So, da ist das Desaster. Was ist hier los? Wer bist du denn zum Teufel, sagt der Mitarbeiter da. Branko, was? Was hast du hier angerichtet, verdammt nochmal? Warte, ich kläre das. Mein Name ist Branko Stanisic, ich bin der Bruder des Mädchens hier. Die kleine Diebin da, oder was? Diese miesen vandalistischen Göre? Was sagen sie denn da? Und wieder die Mimik verändert, wie ich es vorhin gezeigt habe. Sie wollte eine Flasche Wein stehlen und damit abhauen. Als ich sie erwischte und sie flüchten wollte, ist sie dann auch noch gegen die Scheibe gerannt, hat sie zerbrochen. Ich wollte gerade die Polizei deswegen anrufen. Oh nein, das lassen sie bleiben. Ich werde den Schaden erstatten. Um wie viel D-Mark handelt es sich denn? Mehr als du das Miststück da aufbringen könnt. Insofern haben die sich auch sehr lange die Frage gestellt, wie viel explizite Sprache man in so einem Spiel unterbringen kann. Wenn es hier zu diesem Charakter passt, habe ich dann halt auch gesagt, ja, dann müssen wir es zulassen, damit eben diese Rolle glaubwürdiger wird. Nicht etwa, weil wir so sprechen würden, sondern weil dieser Charakter so sprechen würde. Wenn er nur Miststück sagen würde. Das ist meine Schwester und wenn sie weiter so über sie reden, werde ich sie durch die nächste Scheibe, ist das klar? Drecksausländer, das ist nämlich der nächste Punkt. Sowas ist halt eben dann ein gefundenes Fressen, so eine Szene, was ich vorhin meinte, für Rechtsradikale. Euch hätte man nie in dieses Land lassen sollen. Es gehört aber nun mal dazu, um die Situation deutlich zu machen, auf die die Geflüchteten dann in Hamburg trafen und in dieser spielerischen Szene durch den Charakter deutlich gemacht werden. Wir sind aber hier und ich sage Ihnen, wir werden es erstatten, ohne dass Sie die Polizei anrufen müssen. Also, wie viel macht das? 250 Mark. Du hast eine Woche Zeit, ansonsten erstatte ich Anzeige und dann seid ihr dran. Verstanden? Verstanden. Hier ist mein Ausweis. Also dann bis nächste Woche. Branko. Was für ein Arsch. Branko, hör mal. Komm jetzt sofort mit. Entsprechend sauer ist sie jetzt. Hier liegen die Flaschen, die runtergefallen sind, und die Scheibe. Ihr seht, jetzt hat man den Charakter quasi mitgenommen. Man kann Partys bilden und dieses Mädchen, seine Schwester Asira, ist jetzt halt hier mit. Und nun sind sie halt durch dieses Verlassen des Ladens in diesen Wohncontainer gekommen, damit man da nicht erst noch hinlaufen muss. Oh, da seid ihr ja. Wo warst du, Asira? Ich? Nichts Aufregendes. Hier kann man sich halt entscheiden, ob man sie anschwärzen will bei der Mutter, die ja sowieso schon Probleme hat offensichtlich, oder ob man sie deckt. Und wir haben sie jetzt gedeckt. Sie war auf der Reeperbahn mit ihren Freundinnen, wie du gesagt hast. Okay, gut. Aber sag das nächste Mal Bescheid, bevor du gehst, okay? Mach ich, Mutter. Übrigens, wie sieht es bei uns mit dem Geld aus? Nicht anders als sonst, Branko, aber das weißt du doch. Der deutsche Staat gibt uns so viel wie gerade notwendig. Abgesehen davon, dass sie uns diese Unterkunft stellen. Warum fragst denn du? Nicht nur so, ich wollte wissen, wo wir so stehen. Aber wir können froh sein, dass wir dich haben. Geh jetzt schlafen, es ist schon spät. Branko, hör zu, es sollte nichts Schlimmes dabei passieren, okay? Es sollte nichts weiter werden als eine Mutprobe. Ich wollte das nicht machen, aber ich weiß, ich hätte nicht nachgeben dürfen. Es tut mir so leid. Deine Entschuldigung macht den Schaden jetzt auch nicht wieder rückgängig, sagt er. Hör mal, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Okay, gehen wir also schlafen. Am nächsten Tag. Ist sie schon wieder losgezogen? Guten Morgen, Mutter. Guten Morgen. Na, die sagt ja nicht mehr viel. Sollen wir uns vorher nochmal waschen? Ich weiß ja nicht. Ach so, und damit eins deutlich ist, also in den Wohnschiffen sah es nicht exakt so aus. Es ist halt jetzt aus den Assets zusammengebaut, wie die Situation war. Mit karger Einrichtung und natürlich haben die nicht alle auf Strohmatten geschlafen, aber es ist halt ein erzählerisches Stilmittel. So, und nu? Oh, den Mauszeiger, der stört, ne?
Ach ja, er war das, der mehr gern für seine Familie tun würde. Es ist eng und schmutzig hier, aber alles ist besser als der Krieg, aus dem wir kommen. Was ist denn hier? Eine Kneipe? Ist sie jetzt weggelaufen oder was? Dann laufen wir jetzt hier den Hafen entlang und versuchen unser Glück mal. Hey du, hast du einen Moment Zeit? Automatisch laufen lassen bis dorthin. Meinen Sie mich? Nein, ich meine den Weihnachtsmann, der gestern meine Kekse geklaut hat. Natürlich meine ich dich. Also können wir kurz reden und wie ist dein Name wohl? Branko, was wollen Sie von mir? Branko, also gestatten, Freddy mein Name. Ich suche einen Laufburschen, einer, der für mich Sachen von A nach B bringt. Ich arbeite nämlich für ein kleines Unternehmen, welches Waren für Kunden durch die Stadt transportiert und sie suchen immer neue Mitarbeiter. Das ist mein Job. Wie viel Geld würde ich denn dafür verdienen, sagte er. 10 Mark pro Lieferung. Interessiert? Warum denn Flüchtlinge? Warum suchen sie denn hier nach Mitarbeitern? Ihr seid billig, ihr habt weitaus weniger Knete und habt sie nötiger als andere. Guck mal da, Kleiner, aber das ist die Realität, finde ich damit ab. Ja, man kann jetzt zustimmen oder nicht. Aber andere Ereignisse werden dann halt, wenn man durch Hamburg läuft, dazu führen, dass man halt keine andere Möglichkeit sieht, Geld zu verdienen. Gut, ja gut, dann denke ich nämlich an. Dann Glückwunsch zu deinem neuen Job. Komm dann morgen zur Reeperbahn in die Taverne Altes Lager, da übergebe ich dir dann ein Paket. Also das, was ich vorhin erwähnte, diese Not führte dazu, dass die Leute Jobs annahmen von den Luden und von den zwielichtigen Leuten von der Reeperbahn, aber nicht notwendigerweise wussten sie ja, worauf sie sich da einlassen immer. Und die Adresse, an die du es liefern musst. Verspäte dich nicht, bis dann kleiner. So, der nächste Tag bricht an. Guten Morgen, Mutter, guten Morgen. Mit dem, was ich angespart hatte, muss ich nun zweimal arbeiten, um genug Geld zusammen zu haben für den Supermarktbesitzer. Danach kann ich das Geld für Mutter Asira und mich verwenden. Taverne, Altes Lager, sagte er. Na dann mal los. Schauen wir uns das doch nochmal an. Wir sind jetzt schon bei 1:06, aber ihr kriegt ja nicht so oft die Gelegenheit, dieses Spiel von Studierenden zu sehen. Deswegen kosten wir das mal ein bisschen aus. So, auf die Reeperbahn sollen wir gehen. Also hier unten sind wir am Fischmarkt. Also müssen wir hier hoch. Kann man jetzt hier hin? Ah, nee, das ist noch was anderes. Soll es die Davidswache sein? Oder ist das das Hafenkrankenhaus? Ach, hier oben ist die Reeperbahn, okay. Wir suchen jetzt also das alte Taverne oder was? War das der Laden hier? Was hat er denn zu sagen hier? Kann ich mal in Ruhe eine rauchen und gleich angequatscht zu werden? Ach, so freundlich, die Leute. Bei uns auf dem Kiez sind die alle sehr freundlich. Na, guck mal, das sieht doch nach einer Taverne aus, die alt ist. Da steht immerhin Antik. Bist du Freddys neue Laufbursche? Na, dann mal viel Spaß. Okay. Ich finde, die haben auch schön mit der Musik gearbeitet. Muss ich echt mal voller Begeisterung sagen. Freddy ist ein netter Kerl, nicht wahr? Ja, vielleicht. Ah, guck mal, wenn das nicht Branko ist. Wie geht's denn beim Laufburschen? Hast du das Paket und die Adresse? Gleich zur Sache, gefällt mir. Hier ist das Paket. Geh damit zur Kneipe Seemannsgarn und mehr und gib es Wolfgang und Felix. Der eine trägt eine schwarze Lederjacke und guckt übelst grimmig. Der andere ist ein Spargeltarzan. Die hängen immer zusammen, du kannst sie nicht verfehlen. Wir geben dir das Geld und das bringst du dann wieder hierher. Dafür zahle ich dir deinen versprochenen Anteil. Oh, und es sollte eigentlich klar sein, aber nicht das Paket öffnen. Der Inhalt ist Privatsache, alles klar? Na, alles klar. Dann mach dich auf den Weg, hopp hopp. Branko erhält ein Paket. Und das sollten wir jetzt ja auch im Inventar sehen können, ne?
ist nicht sichtbar mitgegeben. Okay, aber ihr seht, es gibt hier halt auch so einen Charakterbildschirm, an dem ihr verschiedene Dinge dann für die Partymitglieder sehen kann. Sehr viel lauter Gequatsche, vergessen, wo wir hin sollten. Ich kann mit Paket nicht einfach abhauen. Achso, okay. Hätte ja null mal aufgepasst. Ich habe mir nur gemerkt, Spargeltarzan. Hier offensichtlich nicht, ne? Hier hat auch nichts zu sagen, ne? Ah, jetzt geht's. Jetzt haben wir die Schiffertaverne hier. Ein Spargeltarzan. Ich sehe jetzt hier aber keine Dicken und so. Wolfgang und Felix sitzen da hinten am Tisch. Ach, man kennt sich offensichtlich in diesem Etablissement. Möchtest du kämpfen? Lieber nicht. Da könnte sich jetzt halt eine Zwischensequenz noch anbieten. Eine Boxkampfszene im Laden oder so. Deswegen er sich dann die Nase zerditscht oder was weiß ich. Was willst du, Kleiner? Wolfgang und Felix, ich komme von Freddy. Ach so, gut, dass du hier bist. Gib mal her. So, okay, hier hast du dein Geld. Ist dir jemand Verdächtiges aufgefallen auf dem Herweg? Was denn? Nichts, alles gut. Wolfi hat zu viel Spionagefilme gesehen. Was? Vielleicht, Gott, ich vermisse Berlin. Sein Frechheit in einem Hamburg-Spiel. Ich auch, du kannst gehen. Bestell Freddy einen schönen Gruß. Branko erhält Geld. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kann man mit denen weiterreden noch? Nee. Ich esse gerade. Wäre schön, wenn du mich dabei in Ruhe lassen würdest. Ja, ist ja gut. Dann laufen wir mal zurück. Die Dame da sieht verdächtig aus. Beobachtet die mich, wie ich hier rumlaufe? Ich muss ja gestehen, ich mag die Musik in dem Raum sehr. Ach. Ah, da bist du wieder. Ging ja schnell. Na, wie ist gelaufen? Alles gut, hier ist das Geld. Großartig, noch ein paar Mal und du wirst vielleicht Mitarbeiter des Monats. Hier ist dein Anteil. Komm mal von 2 Tagen wieder vorbei, gleiche Zeit. Es gibt immer was zu tun. Wie viele Boten gibt es denn eigentlich? Ein paar, nicht, dass dich was, das was anginge, sind aber alle zufrieden, falls du das meinst. Was mit Wolfgangs Bemerkung? Der eine Mann, der Grimmige. Wolfi, was macht denn der alte Nuttenpreller? Ja. Hafenslang, gut nachgeahmt, würde ich sagen. Die Studierenden waren sehr einfallsreich. Der was? Ah, das erkläre ich dir, wenn du in die Pubertät kommst. Was ist mit ihm? Der hatte mich gefragt, ob mir was Verdächtiges aufgefallen wäre. Na, ach ja, Wolfgang, mit seinem latenten Verfolgungswahn. Er hat ein paar Mal die falschen Leute getroffen, sieht deswegen mal Gespenster. Was komisch ist, wenn man bedenkt, dass er meistens immer relativ heil davon kam, während seine Gegner diejenigen waren, die danach zum Essen Strohhalme brauchten. Aber er ist nett, gib ihm einen aus und er schnurrt wie eine Katze. Ist das wirklich alles? Was weiß ich, was in seinem Kopf vor sich geht? Komm schon, Kleiner, wo ist das Vertrauen in deinen neuen Chef? Ich kenne sie seit gestern, außerdem vertraue ich niemandem. Man kann hier niemandem wirklich vertrauen. Na, dann bist du ein überaus kluger junger Mann. Ich muss los, bis dann. Sayonara, Sportsfreund, bis dann. Also ich fand halt sehr gut daran, wie sie es geschafft haben, auch mit Humor und Einfallsreichtum die Dialoge lebendig werden zu lassen. Das war schon keine Minimalerfüllungsleistung in einem Seminar. So, und nun? Nächster Tag. Hey Branko, wegen der Supermarktsache letztens. Ich will nicht drüber reden, du hast schon genug angerichtet. Hey, ich hab dir gesagt, das ist dumm von mir, das soll zu tun. Ich hab gesagt, es tut mir leid. Ja, was bringt uns denn das? Wie wäre es denn stattdessen, wenn du mal wirklich aufhörst, nur Mist zu bauen? Warum musst du denn immer ausreißen? Und stattdessen hierbleiben bei der Familie? Mein Bruder lässt nichts und niemand mehr an sich ran und unsere Mutter verlässt diesen Raum kaum noch und redet. Genauso wenig wie du. In dieser Familie kann ich mich an niemanden mehr wenden, Branko. Ich weiß, wie schwer der Krieg für dich war. Du weißt überhaupt nichts. Verdammt, es ist auch mein Vater dabei gestorben. Insofern erfährt man über das Familienschicksal, warum sie geflohen sind, warum die Mutter so seltsam teilnahmslos wirkt, warum sie nur rumhockt und nichts tut und warum er den Hut auf hat in der Familie. Hör zu, ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, wie schwer es danach für dich gewesen sein muss, seinen Platz als Familienoberhaupt zu übernehmen, aber du bist nicht allein damit, ich will dir helfen. Dann hör bitte auf mit dem Weglaufen und dem Unfug. Okay, ich lass mich auf keine krummen Dinger mehr ein, keine Sorge, aber lass mich bitte wieder an dich ran, rede mit mir. Ich versuche es.
Es tut mir wirklich alles sehr leid, okay? Ich wollte nicht, dass ihr wegen mir Ärger bekommt. Ist schon gut, ist schon gut. Denn oberstes Ziel ist ja, dass man nicht zurück muss. Weil noch Krieg herrscht. Man ist ja nicht umsonst diesen langen Weg geflohen. Und ich fand, sie haben das sehr geschickt gemacht, aus diesen beiden Nebenhandlungen, nebeneinander herlaufenden Handlungen, ein Ganzes zu schmieden. Guten Morgen, Mutter. Guten Morgen. Die Statue offensichtlich weiter vor sich hin. So, oh. Hallo, Herr Schmidt, was suchen Sie denn hier? Hallo, Herr Stanisic, ich mache auf dem Schiff Hausbesuche. Oh, dann ist es reiner Zufall, dass Sie gerade vor meiner Tür stehen. Nicht ganz. Ich habe Sie letztens mit einem Mann reden sehen und was soll ich sagen, der Typ gefiel mir nicht. Manche Leute versuchen, die Lage der Balkanflüchtlinge auszunutzen und sie für ihre kriminellen Geschäfte zu benutzen. Was wollen Sie damit sagen, Herr Schmidt, dass ich kriminell bin? Ich wollte Ihnen damit nichts unterstellen, Herr Stanisic. Ich will Sie nur um Vorsicht bitten. Lassen Sie sich bitte nicht in Sachen hineinziehen, die Ihre Situation weiter verschlimmern könnten. Jedes Fehlverhalten könnte Ihre Aufenthaltsgenehmigung gefährden. Das ist alles. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Einen schönen Tag Ihnen noch. Ja, Ihnen auch. Das heißt, die Lage spitzt sich jetzt auch noch zu, weil der Aufenthaltsstatus bedroht ist durch den Mist, den die Schwester angestellt hat und für das Ganze er sich dann verantwortlich fühlt. Oh, mein Sohn ist im Krieg umgekommen. Ich vermisse ihn so sehr, sagt er. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie Hilfe auf dem Schiff von jemandem. Ich bin so froh, dass ich aus dem Krieg fliehen konnte. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas noch finden können. Irgendwas, was hilft. Hast du meine Brille gesehen? Ich habe keine Brille, leider. Nein, nee. Ob wir jetzt hier lang können oder so. Ach, hier ist ja das Amt. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Nach Herrn Schmidt fragen. Kann ich mit Herrn Schmidt reden? Herr Schmidt ist heute nicht im Dienst. Wollen Sie einen Termin ausmachen? Nein, danke. Mit den Herrschaften kann man auch nicht reden. Der Charakterpool ist begrenzt, wie ihr seht. Kann man hier noch irgendwo anders hin? Das weiß ich gar nicht mehr. Das war ja schon ziemlich aufwendig mit den Schauplätzen. Beobachtet die ihn hier? Ansprechbar ist sie jedenfalls nicht. Na, Captain, hast du was zu sagen? Ahoi, Matruse! Na, es ist jetzt schon so weit, dass wir einen neuen Auftrag bekommen können. Willkommen zurück, junger Mann! Wie geht es dir an diesem schönen Morgen? Ich dachte, wir sollten in 2 Tagen kommen. Was gibt's heute? Diese kleine Lieferung hier. Geh damit zur Kneipe, zum glücklichen Händchen und frag nach Nicola. Er ist Albaner. Lass dich von den Mädchennamen nicht täuschen. Der Typ ist groß und wirklich furchteinflößend. Ansonsten alles wie immer. Mit einem kleinen Unterschied. Er verlangt nach einem Passwort. Nach einem Passwort? Richtig, ist das nicht zum Totlachen. Ich hätte ihm fast ins Gesicht gelacht und erzählt, wie unnötig diese ganze Geschichte ist. Aber immer dann denken, der Kunde ist König. Vor allem, wenn besagter Kunde einen Bizeps mit dem Umfang eines Fußballs hat. Also du gehst zu ihm hin und fragst, ob er der Freund von Franz der Schildkröte ist. Verstanden? Dann ab dafür. Vanko hält ein Paket und wir sollen Nicola finden. Und Franz die Schildkröte. Jetzt weiß ich wieder, habe ich wieder nicht aufgepasst, wo ich hinrennen muss. Ja.
Wohin müsste man nochmal gehen? Ich hab's durch das Vorlesen wieder nicht aufgepasst, wie doof ich doch bin. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt blockiert. Schön dreispurig auch hier die Reeperbahn. Na, hier ist aber viel. Nur noch ein Spiel. Ja, nee, bitte doch nicht. Sind Sie Nicola? Wer will das wissen? Sind Sie befreundet mit? Und jetzt halt Auswahlmöglichkeiten. Man muss das richtige Passwort nehmen. Gregor der Schnecke, Joachim der Ratte, also befreundet mit Gregor der Schnecke oder Joachim der Ratte oder Franz der Schildkröte. Ja, der ist mir bekannt. Komm kurz mit, ich stelle ihn dir vor. Hast du es? Na hier, sehr gut. Hier ist das Geld und verschwinde aus meinem Laden, bevor dich noch jemand sieht. Branko erhält Geld. Schön Casino. Schön auch, wie sie diese zerschlissenen Toilettenvorhänge hier eingebaut haben. Das war jetzt auch nicht sehr nett von mir, den anzusprechen. Setz dich zu uns, Kleiner. Heute ist dein Glückstag. Nein, vielen Dank. Hier hätte man natürlich jetzt auch noch weiter einbauen können. Ich weiß gar nicht, ob sie es sogar geplant hatten, dass man versucht, das Geld zu erspielen. Hast du ein wenig Kleingeld für mich? Nee. Wir haben gerade selber Probleme. Kann man die eigentlich sprechen? Das haben wir noch gar nicht, ne? Freddy sitzt dort drüben in der Ecke. Ah, ja. Sehr gut, ausgezeichnet. Hier ist dein Anteil. Kauf dir was Schönes. Der nächste Auftrag ist übermorgen früh. Passwort? Was war das eigentlich nur mit diesem Passwort? Wie gesagt, keine Ahnung, geht dich auch nichts an. Außerdem hat er Angst, dass ich mit ihm gesehen werde. Geht dich immer noch nichts an. Das ist eine Angelegenheit des Kunden. Außerdem sehe ich aus, als könnte ich Gedanken lesen. Falls ja, danke für die Blumen. Und jetzt die Leine, du nervst. Okay, dann bis morgen. Bis morgen, Amor. Verlauf dich nicht. Freddy ist ein netter Kerl, nicht wahr? Er bezahlt dir deinen Drinks, wa? Ich habe jetzt genug Geld für den Supermarktbesitzer. Ich sollte ihm sofort die Schulden zurückbezahlen. Das ist eine gute Idee. Oh. Lass mich. War der das? Ich hoffe wirklich, dass du das Geld dabei hast, Freundchen. Hier, 250 D-Mark, wie versprochen. Ist doch hoffentlich nicht geklaut, oder? Nein, ich habe es ehrlich verdient. Gut, dann verschwinde und wehe, einer von euch versucht wieder sowas. Dann rufe ich direkt die Bullen. Okay. Der beobachtet uns doch. Wer ist sie denn? Zumindest das Obst hier ist frisch. Oh Mann, die sehen aber auch schlimm aus, die Auslagen da oben, wenn ihr mal reinguckt. Mann, reparieren die endlich diese Glasscheiben? Ja, gute Frage, das. Das ist doch gut. Wir sind unsere Schulden losgeworden, es sei denn. Ich hätte jetzt erwartet, er erpresst uns vielleicht noch oder so. Aber das hätte es vielleicht vom Umfang halt auch zu sehr vergrößert. Ein schöner Tag heute, nicht wahr? Nur wie man es nimmt. Dann wollen wir doch mal versuchen, der Schwester Bescheid zu sagen, dass das jetzt sich gelegt hat, das Problem. Bevor dann die 1:30 erreicht sind, dann sollte ich vielleicht auch mal langsam Schluss machen. Morgen geht es hier wieder in einen Workshop zusammen mit der Körperstiftung mit Schülerinnen und Schülern. Da will man ja ein bisschen fit sein, ne? Hey, wo warst du? Sagt die Mutter. Arbeiten. Warst du heute schon mal draußen? Nein, immer noch nicht. Verdammt, Mutter, hör auf, hier dran und rum zu vegetieren. Das ist doch kein Leben. Lass mich doch in Ruhe, Branko.
Nimm dich zusammen, ist vielleicht nicht das Einfühlsamste, oder? Tut mir leid, dass ich dich so angefangen habe. Und ich mache mir so Sorgen um dich. Bitte sag mir, wie ich dir helfen kann. Ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst. Du solltest dich nicht noch um mich sorgen müssen. Du hast es schwer genug. Und ich bin dir nur noch eine Last. Du bist keine Last, Mutter. Hörst du? Du bist unsere Mutter. Wir lieben dich. Ich lasse euch im Stich, so wie ich euren Vater im Stich gelassen habe. Das war doch nicht deine Schuld. Du warst nicht mal in der Nähe, als er getötet wurde. Ich war nicht bei ihm, um zu helfen. Gott, ich vermisse ihn so sehr. Ich auch, Mutter, ich auch. Hör zu, lass uns morgen gemeinsam spazieren gehen. Was sagst du dazu? Ja, ich denke schon. Ich muss jetzt schlafen. Gute Nacht. Ich liebe dich auch, mein Sohn. Schlaf gut. Puh, anstrengende Zeit. Am nächsten Tag. Oh, sie ist aufgestanden. Guten Morgen, mein Sohn. Wir sehen uns später. Immerhin einen Schritt mehr. Wenn wir sie zusammengefahren hätten, wäre interessant zu wissen, ob sie dann weiterhin sitzen würde, wenn wir sie angefahren hätten. In einem Container auf dem Schiff untergebracht zu werden. Ich hatte mehr von Deutschland erwartet. Okay. Es ist eng und schmutzig hier, aber alles ist besser als dieser Krieg, aus dem wir kommen. Ja, das hatten wir ja schon. SR. Es soll wohl später noch regnen. Ja, ihr seid in Hamburg. Klar. Klar wird das regnen. Ich bin so froh, dass ich aus diesem Krieg fliehen konnte. Oh, sie ist auch neu, oder? Oh, ist so langweilig. Ich spiel was mit mir. Ein schrecklicher Tag. Wem sagst du das? Können wir jetzt aufs Amt und ihn sprechen? Ach, guck mal, heute ist er da. Wie kann ich Ihnen helfen? Nach Herrn Schmidt fragen. Kann ich mit Herrn Schmidt reden? Herr Schmidt ist heute nicht im Dienst. Wollen Sie einen Termin ausmachen? Nein, danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Nach Herrn Schmidt fragen. Achso, das ist dasselbe. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Diese Auswahl. Aber es sitzen hier heute andere Leute. Müssen wir jetzt wieder zu dem Kollegen? Schau mich nicht so an, du wirst auch nicht jünger. Ich will noch zu einem ganz bestimmten Punkt mit euch. Hallo Freddy, wo ich diesmal, wenn du gleich so fragst. Schenke zum alten Seebären. Die Kundin heißt Hannelore, diesmal wieder normal ohne Passwort. Paket abliefern, Geld zurückbringen. Nicht zwischendurch aufmachen, bla 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 bla. Also, ich bin unterwegs. Bankwertpaket. Zum alten Seebären, okay. Die Sache mit Freddy gefällt mir immer weniger. Diese Paranoia der Kunden, die eine Sache mit dem Passwort, Freddys Verhalten. Ich sollte nachsehen, was ich da eigentlich durch die Stadt trage. Falls es nichts ist, riskiere ich diesen Job. Andererseits, ich glaube, Klebeband dabei. Damit kann ich reinschauen und das danach wieder zukleben und niemand bemerkt was. Das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Branko öffnet vorsichtig das Paket. Oh nein. Okay, diesen einen Job noch und dann war's das. Na. Ich gehe mal lieber zum alten Seebären, da ist die Kneipe, okay. Diesmal habe ich mir sogar gemerkt, ne? Alter Seebär, woran kann ich den denn erkennen, alter Seebär? Der Seebär. Ich habe ein bisschen überfragt, wo das sein könnte. Das sieht nach einem alten Seebären aus. Wo ist denn Hannelore hier? Hannelore? Ja. Ich komme von Freddy. Ah gut, hier ist die vereinbarte Summe. Branko hat Geld.
Okay, sie wird nicht sauer, weil ich es aufgemacht habe. Kann man mit der hier auch reden? Willkommen in der Schenke zum alten Seebären. Hannelore steht da drüben. Aber wusste sie, dass ich Hannelore sehen will? Hannelore steht da vorne am Tresen. Für diese zwei Kreuzungen wollte er mich haben. Hier das Geld. Hier dein Anteil. Danke, du Freddy. Ich danke dir für alles. Dieser Job hat mich echt aus einer schwierigen Lage rausgeholt. Aber ach, ist das so? Ja, aber ich muss leider mit aufhören. Meiner Mutter geht's nicht gut. Und ich würde mich gern mehr um sie kümmern. Ich hoffe, du verstehst das. Aber natürlich verstehe ich das. Danke für dein Verständnis. Was ich nicht verstehe ist, warum du das Paket geöffnet hast, obwohl ich es dir mehrfach ausdrücklich verboten habe. Ja, ich verstehe nicht. Es war ein guter Versuch mit dem Klebeband, Branko. Und willst du dein Pech, hat die gute Hannelore Augen wie die Wildkatze. Der ist das aufgefallen, dass sich jemand dran zu schaffen gemacht hat. Ich musste erstmal über das Telefon versichern, dass ich sie nicht betrogen habe. Also was hast du dabei gedacht? Habe ich die ganze Zeit Kokain für dich geschmuggelt? Nein, einmal waren es ein paar Handfeuerwaffen. In der heutigen Wirtschaftslage ist Angebotsdiversität unbedingt angebracht. Was willst du den Moralapostel spielen, was ich nicht über das Geld beschwert, soweit ich weiß? Das hat sich jetzt eh erledigt. Ich mache das nicht mehr weiter mit. Du enttäuscht mich, Branko. Glaubst du, in dem Geschäft lässt man eine potenzielle Petze einfach so gehen? Nee, du bleibst. Vergiss nicht, du bist jetzt ein Drogenkurier, ein Krimineller. Damit dessen deine Aufenthaltserlaubnisgeschichte, deine Familie wird schwer enttäuscht sein von dir. Was, du weißt von meiner Familie? Natürlich, glaubst du, ich sammle keine nützlichen Infos über meine Geschäftspartner für Situationen wie diese? Jetzt bin ich nicht nur enttäuscht, sondern auch beleidigt. Schon gut geschrieben, oder? Sagen wir es mal so, solltest du Fersengeld geben, wenn Azira und Borjana bluten? Ich kann ihnen selber wehtun, aber ich kann auch einfach eure Abschiebung lostreten. Es soll gerade so schön sein in Bosnien, wenn du sie auch nur schief anguckst. Du kannst mir gar nichts. Gegen mich hast du nichts in der Hand, außer deinem Wort. Keine Beweise, keine Zeugen, dafür habe ich gesorgt. Und wer glaubt schon einem Sozialschmarotzer? Nee, die Sache geht auf zwei Arten aus. Manch mache entweder weiter deinen formidablen Job und deinen inoffiziellen Lebensverdienst garantiert deiner Familie einen angenehmen Neustart hier in Hamburg, vorausgesetzt, du lässt dich nicht erwischen. Oder sei weiterhin so eine jämmerliche Mimose, dann lass ich deine Scheißwelt brennen, haben wir uns verstanden? Ich werte das mal als ja. Kopf hoch, falls es dich tröstet, du hattest nie eine Chance. Wir sehen uns in 3 Tagen. Oh Mann. So ein Mist, was mache ich denn jetzt nur? Ich muss schnell nach meiner Familie sehen, verdammt. Jetzt kann es echt nicht mehr schlimmer werden. Na, oh, das war doch klar. Dramaturgisch haben die es auch echt drauf gehabt. Seiner Familie sehen, okay. Vielleicht können wir auch noch mit dem Amt reden, oder? Ich muss jetzt schnell nach Hause, okay, weil es regnet. Na gut. Das ist ja eine üble Wendung, aber tatsächlich traf das viele genau in dieser Art, die sich naiv auf diese Botengänge eingelassen haben oder auf irgendwelche Bekanntschaftstreffen gegen Geld und dann eben in die Prostitution gedrängt wurden, weil all diese Straftaten natürlich dazu führten, dass man den Aufenthaltsstatus gefährdete. Und damit hatten die Leute von der Reeperbahn die angeblichen ersten Wohltäter, die schnell in der Hand. Branko, du bist ja klitschnass, geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut, aber du solltest nicht mehr rausgehen. Ach was, es regnet ja auch draußen. Nein, ich meine, dass es gefährlich ist. Du solltest das Schiff nicht mehr verlassen, bis ich alles geregelt habe. Was, wieso, was ist denn passiert? Nichts, du musst dir keine Sorgen machen, ich kümmere mich drum. Nein, Branko, lass mich dir helfen. Das geht nicht. Und wer ist dieses Mädchen überhaupt? Hallo, mein Name ist Nicole und ich bin kein Einbrecher. Und warum bist du dann hier? Branko, bitte, Nicole arbeitet ehrenamtlich auf dem Schiff und sie hat mir ein paar von ihren alten Kleidern geschenkt. Natürlich auch zweifelhaft oder zumindest fragwürdig, dass die Deutsche dann eine blonde Blauäugige ist, aber gut. Wir wollen es mal nicht zu sehr übertreiben hier mit der Korrektheit. Ist das nicht großartig? Ich traue ihr nicht. Warum verschenkt sie einfach so Sachen? Ach du liebe Güte, du bist ja wirklich sehr misstrauisch. Die Kleider sind mir inzwischen viel zu klein. Bevor ich sie wegschmeiße, schenke ich sie lieber jemandem, der sie brauchen kann. Tut mir leid, dass ich nichts für dich habe. Wie dem auch sei, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss mit unserer Mutter reden.
Mutter, kann ich kurz mit dir reden? Branko, du bist ja ganz nass, willst du dich nicht erstmal umziehen? Nein, das ist jetzt nicht wichtig, hör mir zu. So gehe ich aber nicht mit dir raus. Darum geht's ja, wir müssen das leider verschieben. Ich muss noch was erledigen. Aber wir holen das nach und dann gehen wir auch noch was Schönes essen. Na, was sagst du? Wir sind schon so lange nicht mehr essen gegangen. Etwas essen gehen? Aber dafür haben wir doch gar kein Geld. Das nun, ich erkläre das alles später. Branko, du hast doch kein Geld von irgendjemandem angenommen, oder? Was? Nein, mach dir keine Sorgen. Branko, das könnte wirklich zu Problemen führen. Bitte nicht so laut. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Das ist alles halb so wild. Oh, Besuch vom Amt. Herr Stanisic, wir müssen reden. Nicht jetzt, Herr Schmidt. Tut mir leid, aber es lässt sich nicht vermeiden. Ich wollte Sie wirklich nicht belauschen, aber ich konnte von hier draußen Ihr Gespräch mit Ihrer Mutter sehr gut mitverfolgen. Wie es scheint, sind Sie irgendwie an Geld gekommen. Können Sie mir erzählen, wie? Ja, entweder wendet man sich jetzt von denen ab und kriegt dafür halt Probleme, oder man wendet sich denen zu. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Entscheidung extrem schwierig gewesen sein müsste, also wenn man in der Lage steckt, weil man ja immer Angst hat, dass jemand dann einfach Paragraph weiter spielt und dann abschiebt und das ja dann auch mit Recht nochmal verdient. Ich habe eine Arbeitsstelle gefunden. Das müssen Sie bei der Behörde melden. Haben Sie entsprechende Unterlagen, die Sie mir vorlegen können? Momentan leider nicht, nein. Das könnte dann leider zu einem Problem werden, fürchte ich. Inwiefern? Wenn Sie mir keinen plausiblen Nachweis für Ihre Herkunft des Geldes vorlegen, muss ich leider davon ausgehen, dass Sie es vielleicht auf illegalem Wege verschafft haben. Daraufhin müsste ich Nachfolgen diesbezüglich anstellen und sollte es sich dann bewahrheiten, wäre das ein Grund für die Ablehnung Ihres Aufenthaltsberechtigungsantrags und der Abschiebung von Ihnen sowie Ihrer Mutter und Schwester zurück nach Bosnien. Was, ist Ihnen klar, was das bedeuten würde? Wissen Sie denn nicht, was da vor sich geht? Das ist nichts, was ich tun will. Es hängt von Ihnen ab, was ich für Sie tun kann. Nein, das können Sie doch nicht machen. Von mir aus schicken Sie mich zurück. Mir ist inzwischen egal, ob ich lebe oder sterbe. Aber meine Mutter und meine Schwester haben nichts getan. Sie können meine Familie nicht dahin zurückschicken. Das dürfen Sie nicht tun. Ich will ja auch niemanden dahin schicken müssen. Aber dafür müssen Sie mir nachweisen, dass weder Sie noch jemand aus Ihrer Familie kriminell geworden ist. Ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen. Ich muss los. Einen schönen Abend noch. Haben Sie, das können Sie doch nicht machen. Was soll ich denn jetzt tun? So ein Mist, sagt er. Hey, ist bei dir alles okay? Alles bestens. Oh, bist du ganz sicher, du? Ich sagte alles bestens, so siehst du von mir. Ich will eigentlich nur helfen, nichts weiter. Von wegen. Hörst du, ich kann mir vorstellen, dass dir Schlimmes widerfahren ist, aber nicht alle wollen dir etwas Böses. Mir kannst du vertrauen. Auch gerade mit diesem Trope, blonde, blauäugige Frau bietet Hilfe an, ist natürlich das Vertrauen jetzt zu verbinden auch eine schwierige Designentscheidung, finde ich. Hör auf, so nett zu tun, das bringt weder dir noch allen anderen etwas. Ich lasse mich von niemandem mehr reinlegen. Musst du? Niemandem. Gut, dann vertraue mir nicht. Alles, was ich will, ist, mich in Ruhe mit dir zu unterhalten. Und warum soll ich das tun? Wie willst du damit? Du redest mit mir ein bisschen und hilfst mir über die Öl-Kaffeepause. Und ich erzähle dir dazu im Gegenzug meine peinlichsten Teenager-Geschichten. Du amüsierst dich und ich gewinne dabei gar nichts. Wie wäre das? Okay, schätze ich. Einige Minuten später. Ist nicht wahr, die Olympischen Spiele? Wenn ich es doch sage, Sarajevo 1984. Du warst da? Mit meinem Vater, ja. Ist ja der Wahnsinn. Ist er auch auf dem Schiff? Die ganze Wahrheit erzählen. Nein, mein Vater ist im Krieg auf Seite der Bosnier gefallen. Das tut mir furchtbar leid, Branko. Weißt du, er träumte davon, dass sie eines Tages in einem eigenen unabhängigen Staat leben würden. Deswegen schloss er sich dem Kampf an. Ich konnte das nie verstehen. Was für ein Unterschied hätte es bitte ausgemacht, unter wessen Regierung wir leben? Weißt du, ich wurde nie ganz dieses Gefühl los, dass mein Vater für eine bedeutungslose Fantasie gestorben ist und uns für diese im Stich gelassen hat. Ich glaube nicht, dass es... Ich weiß, dass es so nicht war. Trotzdem... Auf jeden Fall war es einer der schönsten Momente meiner Kindheit. Danach war ich begeisterter Sportfan. Fußball, Basketball. Du warst? Ich an die Rufe und das Chaos während des Spiels nicht mehr ertragen. Die ganzen rennenden Menschen, das erinnert mich zu sehr an den Krieg. Richtig. Du scheinst dich ja trotzdem noch damit auszukennen. Ja, schon. Komm doch mal zum Besuch bei mir vorbei. Mein Vater hat ein Sportgeschäft und der braucht einen neuen Mitarbeiter. Ich würde euch so gerne mal vorstellen. Bist du sicher, dass ich das machen sollte? Na, was glaubst du denn, warum ich gefragt habe? Garantiert nicht, weil ich dafür bezahlt werde, obwohl ich könnte eine Gehaltserhöhung brauchen. Du bist albern, sagt er. Also, wie sieht es aus? Der Ball ist in deinem Spielfeld. Was wirst du tun? Ich werde kommen. 2 Tage später. Okay, Branko, reiß dich zusammen. Das ist deine Chance. Wenn ich in diesem Sportgeschäft einen Job bekomme, kann ich Herrn Schmidt vielleicht davon überzeugen, dass ich das Geld von da habe. Das muss jetzt einfach gelingen.
Das Sportgeschäft. Ich muss das jetzt machen. Ist das das Sportgeschäft? Ah. Okay, erkenne ich wieder. Der hat da Hämmer liegen im Sportgeschäft. Hallo, du musst Branko sein, oder? Ich bin Heinz, Nicoles Vater. Freut mich sehr. Nicole meinte, sie hätte einen Job für mich. Sie hätten einen Job für mich. Ja, richtig. Ich bräuchte ja einen Verkäufer. Nicole meinte, du hättest ein großes Interesse an Sport. Ja, früher mal. Aber ich weiß noch viel. Ja, sie hatte sowas angedeutet. Sie meinte auch, sie macht sich Sorgen um dich, dass du unter Albträumen leidest. Woher wissen sie das? Nicole hat es von deiner Schwester gehört. Ich will dir damit auch nicht zu nahe treten, nur dich davor warnen, dass es gefährlich sein kann, diese Anzeichen zu ignorieren. Ach, ich weiß das aus meiner eigenen Familie. Meine Großeltern flüchteten damals aus Ostpreußen vor den Sowjets und man kann ihn jetzt unterbrechen oder die Geschichte ausreden lassen. Und ich selber floh vor 10 Jahren aus der DDR. Tja, weißt du, viele der rechten Spinner, die Flüchtlinge verdammen, nur weil sie in ihr Land einreisen, vergessen immer wieder, dass wir Deutschen selbst mal auf der Flucht waren. Sie sind in kein anderes Land geflohen. Tatsächlich doch, nämlich von Ost nach Westdeutschland. Das hatte schon ausgereicht, um abgestempelt zu werden. Und das, obwohl wir zur selben Nationalität gehören. Du fragst dich sicher, warum ich dir das erzähle. Es ist doch so, dass du vom Krieg träumst, oder? Dass er sich dir aufdrängt, auch wenn du es nicht willst und das Gefühl bekommst, du hättest ihn nie verlassen. Ja, man kann jetzt immer mauern und das abbrechen. Ich will nicht wirklich drüber reden. Tut mir leid, dass ich so direkt sein musste. Nun lass mich dir das sagen, was man meinen Großeltern hätte erzählen müssen. Egal was du tust, du kannst den Erinnerungen nicht davonlaufen. Du musst dich ihnen stellen, so hart es auch ist, aber nur so kannst du irgendwann damit klarkommen. Mir liegt nämlich was am Glück meiner Mitarbeiter. Vielleicht könnt ihr die Leute vom Amt jemandem vermitteln, der dir helfen kann. Wie stehe ich denn da? Meine Familie braucht jemanden, der sie beschützt. Das kann ich nicht aller Welt erzählen, dass ich krank und schwach und nicht in der Lage sei, das zu tun. Niemand ist perfekt, Branko. Ich glaube, es näherte sich das Ende des Semesters. Das ist ein bemerkenswert therapeutenartiges Bewerbungsgespräch hier gerade. Niemand ist perfekt, Branko. Jeder hat also Schwächen. Selbst meine geliebte Tochter, die am liebsten die ganze Welt retten will. Aber es zeugt von Stärke, sich seinen Schwächen zu stellen. Kannst du wenigstens drüber nachdenken? Ja, gut, vielleicht. Augenblick, haben sie mir eben den Job zugesichert? Ja, ich würde dir eine Chance geben. Hatte ich von Anfang an vor, aber ich wollte halt vorher mit dir reden. Du bist ein guter Junge, Branko. Vergiss das nicht. Mach ich, Chef. Zu früh, aber bald. Komm nächsten Freitag wieder, dann klären wir Bezahlung, Arbeitsplan, unterzeichnen den Vertrag. Wir sehen uns dann um 8 Uhr. Bis dann. Naja, wie erklärt er jetzt, dass er das Geld jetzt schon hat? Ein richtiger Job. Damit bräuchte ich das Geld von Freddy nicht mehr und müsste nicht mehr für ihn arbeiten, um meine Familie zu versorgen. Aber der wird mich nicht einfach so gehen lassen, aber ich muss es trotzdem versuchen. 2 Tage später. Guten Morgen, Branko. Guten Morgen, Mutter. Ich habe jetzt den Termin bei Herrn Schmidt. Und dann mal los. Viel Glück, mein Sohn. Danke sehr. Hoffentlich rennen wir jetzt nicht noch in den Freddy rein. Das würde jetzt noch passen. Hey, wo warst du denn gestern, Kleiner? Ich habe irgendwie immer vom inneren Auge den Semmelrogel. Tut mir furchtbar leid, aber... Wo warst du gestern, Kleiner? Du warst da immer so hübsch zuverlässig. Warum fängst du jetzt an, mich zu enttäuschen? Ich werde nicht weitermachen. Kannst du das wiederholen? Ich meine, gehört zu haben, dass du eine richtig dumme Entscheidung getroffen hast. Du hast es gehört. Ich steige aus. Hast du mir das letzte Mal zugehört? Ich habe doch gesagt, ich zerquetsche dich wie eine Wanze. Du gehst also nirgendwo hin. Und ob ich das tue, ich spiele nicht mit deinem Drogenkurier. Heul doch. Fängst du auf einmal an, dich zu beschweren, nachdem ich dir das ganze Geld gezahlt habe für ein paar Spaziergänge durch die Nuttenmeile? Du willst nicht mehr? Dann pack schon mal deinen Koffer für die Rückreise in das Höllenlach, aus dem du gekrochen seid. Denn falls du es gegessen hast, du hast keine Beweise, keine Zeugen. Und ein Sozialschmarotzer wie dir glaubt sowieso keiner ein Wort. Oh, aber vielleicht den beiden Zeugen? Wer seid denn ihr? Och, ein paar Zeugen, die soeben ihr Geständnis gehört haben, dass sie Drogen schmuggeln.
Aber zudem bin ich als deutsche Staatsbürgerin, wie Sie es Branko gegenüber gesagt haben, eine zuverlässige Quelle im Gegensatz zu denen. Wie war das Wort noch gleich? Sozialschmarotzern. Was zum... Darf ich euch daran erinnern, dass wenn ich untergehe, ich ihn mit mir in die Tiefe ziehe? Das ist richtig, aber wer von uns hat denn mehr zu verlieren? Nach längerem Nachdenken bin ich mir sicher, dass du noch einen Vorgesetzten oder so hast, dass der wohl mit dir macht, wenn du ins Visier der Polizei gerätst. Lass ihn in Ruhe, dann sagen auch wir nichts, ist im gegenseitigen Interesse. Guter Schachzug, Bursche. Ich gebe zu, ich habe dich unterschätzt, aber komm mir niemals wieder in die Quere, verstanden? Sonst werfe ich dich mit Bleischuhen in den Hafen. Meine Damen, wenn sie gestatten. Also auch riskant. Die sind ja nicht gerade unbewaffnet in der Regel. Danke für eure Hilfe. Es tut mir leid, dass ich dich da reingezogen habe. Ist nicht deine Schuld, Asira. Aber du hättest mit mir darüber reden sollen. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Und das ist letztendlich, deswegen wollte ich halt auch bis hier hinten noch spielen, die Kernbotschaft, sich anderen anzuvertrauen und zu versuchen, gemeinsam Probleme zu lösen. Es gibt ja auch dann immer viele Menschen, die in Flüchtlingshilfegruppen aktiv sind und Texte übersetzen, mit Kleidung aushelfen, wie sie zum Beispiel, und dann eben auch solche finanziellen Probleme lösen können und versicherungstechnische Fragen und so. Das ist die Botschaft. Ich hätte dir zum Beispiel eine ganze Reihe von wohltätigen Vereinen nennen können, die dir aus einer solchen Situation sicher geholfen hätten. Oh, auf die Idee kam ich leider nie. Ist jetzt nicht dein Termin bei der Behörde? Ja schon, ich hoffe, ich krieg das wieder hin. Keine Bange, mein Vater hat dir ja seine Hilfe zugesagt. Es wird sicher alles glatt laufen, los komm. Oh, da ist der Vater ja schon. Ah, da sind Sie ja, Herr Stanisic. Schön, dass Sie hier sind. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit Ihrem Chef. Warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie bei ihm arbeiten und von dort das Geld haben? Er war in dringenden Geldsorgen und war sich nicht sicher, ob das, was er tut, nicht als Schwarzarbeit gilt. Ich hätte ihn vielleicht diesbezüglich aufklären müssen. Na gut. Solange Sie ein ehrlicher Bürger bleiben und solche Unregelmäßigkeiten nicht wieder vorkommen, habe ich keinen Grund, dies anzuzweifeln. Das wird doch nicht wieder vorkommen, oder, Herr Stanisic? Nein, Herr Schmidt, von jetzt an werde ich ehrlich zu Ihnen sein. Und auch das zeigt halt übelst, ich meine, es geht jetzt gut aus, aber es zeigt halt übelst, wie es abhing von den einzelnen Sachbearbeitern, welche Verfügungsgewalt sie hatten und welche Entscheidung sie trafen, beeinflusste ganze Familien, die dann halt irgendwie wieder zurückgeliefert wurden. Das freut mich. Nun gut, aber soweit ich weiß, ist dies nicht der eigentliche Grund für dieses Treffen. Also was gibt es? Ich habe einige Probleme, die ich im Plan verschwiegen habe. Welche Art? Psychologischer Art. Der Krieg verfolgt mich in meinen Träumen, wo ich immer hingehe. Albträume lassen mich nicht schlafen und ich kann mich nicht an lauten, vollen Plätzen aufhalten, ohne verrückt zu werden. Außerdem fühle ich mich andauernd bedroht. Wie schlimm ist es? Sehr schlimm. Er ist ein völlig anderer Mensch seit dem Krieg. Klar, wir alle sind betroffen, aber er... Oh, okay, ich verstehe. Entschuldigung, etwas im Hals. Ich werde für Sie ein Gespräch mit einem psychologischen Gutachter ausmachen. Zwar bin ich mir nicht sicher, aber es könnte sich bei Ihnen um eine posttraumatische Belastungsstörung handeln. Der Gutachter wird Sie untersuchen und herausfinden, ob Sie die Wahrheit sagen. Warum sollte ich denn lügen und mir das ausdenken? Weil der deutsche Staat keine Flüchtlinge abschieben darf, falls die Abschiebung gesundheitliche und psychologische Probleme verschlimmern sollte, was bei Ihnen dann ja der Fall wäre. Aus diesem Grund gab es bedauerlicherweise schon Personen, die eine solche Erkrankung vorgaukeln wollten. Wirklich? Ja, leider. Und auch leider viel zu viele. Das fand ich halt sehr delikat, weil das konnte ich an Zahlen nicht nachvollziehen, dass es halt zu viele waren, die das vorgegaukelt hätten. Also, könnten meine Chancen damit auf ein dauerhaftes Bleiberecht gesteigert werden? Wäre die Diagnose positiv, dann ja. Dementsprechend nun die Frage, für wann hätten Sie denn Zeit für einen Termin? Okay. Warum haben Sie für mich gelogen? Weil ich glaube, dass du zu denen gehörst, die eine zweite Chance verdient haben. Ich habe dir damit eine große Menge Vertrauen vorgestreckt. Missbrauche das nicht. Nein, Chef. Könnte jetzt der Nächste sein, der versucht, es auszunutzen. Hoffen wir mal auf seine Charakterstärke. Gut, also wollen wir den restlichen Abend im Park verbringen? Hätte nichts dagegen. Ja, ich denke schon. Okay, dann lasst mal los. Aber wollen die nicht noch wenigstens die Mutter holen? Hey, ich bin stolz auf dich, großer Bruder. Danke, Asira. Übrigens, Mutter wird dann wohl auch eine Therapie beginnen. Wirklich? Ja, ich habe sie dazu überredet, dass sie es versucht. Solltest du auch den Schritt wagen. Ich hoffe, dass es euch hilft. Das hoffe ich auch. Und auch, dass es mit dem Bleiberecht funktioniert. Jetzt sollen wir aber los, bevor Heinz und die Collins abhängen.
Dann nehmen Sie die Mutter nicht mit. Unglaublich. Das ist doch schon ziemlich cool gewesen für ein Semester. Ich bin sehr gespannt, was man sonst noch so sieht in den nächsten Jahren, vielleicht mit solchen Tools. Wir haben uns heute anhand dieses Spiels, also Pascal hat damals den Projektmanager gemacht und viele haben in verschiedenen Rollen dran mitgewirkt an den Inhalten. Ich wollte euch ja deutlich machen, was sozusagen die Technikkultur alles hergibt, um selbst historische Inhalte aufzubereiten in einer interaktiven Form, wo das hier halt auch sehr erzählstark war. Aber man kann sich ja auch noch viele andere Mechaniken und Plugins da rein denken und zumindest schon mal anfangen mit dem Level-Design und mit dynamischen Dialogen. Man könnte verschiedene Dialoge zusammenführen, die halt irgendwie unterschiedliche Verläufe ergeben. Und sie hatten hier damals den Auftrag, die verschiedenen Assets, die sie benutzt haben, halt in einem Abspann deutlich zu machen, damit das halt auch alles sozusagen Quellennachweise sind. Ja, also Partizipation und Modding ist das Stichwort. Ne? Tobt euch aus, sucht euch Tools und Werkzeuge. Hier sieht man, was sie für Literatur verwendet haben. Auch Hamburger Abendblatt-Beiträge und Arbeitsgruppe bosnische Flüchtlinge und was es da alles so gab, haben sie halt verwendet, um die Quests zu bauen, um die Erzählinhalte zu gestalten. Und haben halt Informationen auch von der Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel benutzt. Und ich, ach nett, dann vielen Dank an mich und Erik Janu, der halt damals halt auch mitgeholfen hat, das zu realisieren. Ja, und ich danke euch Studierenden für all die Jahre, in denen wir diese coolen Projekte machen konnten und bin gespannt, was jetzt die nächste Zeit so bringt. Aber ich hoffe, dass ihr Leute findet, die eben mit euch genauso an digitalen Spielen arbeiten können und euch eine Möglichkeit geben, jenseits von der akademischen Geschichtswissenschaft mit einem Tool wie diesem RPG-Maker arbeiten zu können oder Twine oder was ich vorhin noch alles vorgestellt habe. Da stecken unglaublich viele Möglichkeiten drin und das ist ja der zweite Punkt mit diesem dynamischen Wissenssystem. Überhaupt erstmal zu verstehen, wie das ineinandergreift mit Spielmechaniken, mit Gestaltung von Oberwelten, mit diesen einzelnen Räumen, auf was muss man achten, damit es halt sinnvoll gestaltet ist und wie hängt das Ganze dann mit einer lebendigen Erinnerungskultur zusammen, in der diese Menschen, ihr habt es bei den Modifikationen gesehen und bei den Assets, die sozusagen angeboten werden, da kann man ja anderen Menschen das auch zur Verfügung stellen, was man gemacht hat. Es muss ja nicht auch immer alles gleich irgendwie verkauft werden. Es kann ja auch einfach ein Hobby sein, wo man Menschen sich da austauscht und Informationen und Schauplätze und sowas tauscht und hinterher schiebt. Erfahrungen tauscht, wie das mit dieser Eventgestaltung ist, was man dafür abgefahrene Dinge machen kann. Ich habe euch ja auch erwähnt oder gezeigt, dieses ProMaker-Tutorial, was man da alles machen kann. Und das ist, er sagt ja selbst, was ich euch hier zeige in diesen 30 Videos, ist nur der Anfang. Und in diesem großen Universum kann man noch unglaublich viel mehr machen. Und ich persönlich bin überfragt, was man in den Nachfolgern, die dann 2020 und so erschienen, mit dem Kürzel MZ, was man damit noch alles machen kann und wie stabil die laufen. Also schaut euch das mal an, nehmt es ernst, Partizipation an diesen digitalen Medien, an der Modding-Kultur, in der Geschichtskultur, ist eine große Chance für digitale Spiele. Und ich hoffe, dass ich das in all den Jahren euch habe mitgeben können. Dann danke ich euch erstmal sehr für die Aufmerksamkeit, für diesen Quickshot, der nun wieder sehr viel länger geworden ist, weil ich das Spiel zu Ende gespielt habe für euch. Aber ihr seht, was damit alles möglich ist, auch mit verschiedenen Nuancen von Charakteren, die einzuführen und damit halt eine dynamische Geschichte zu bauen, die glaubwürdig wird. Und welche Schwierigkeiten das hat, habe ich auch erwähnt, mit der Perspektivität. Also nicht alle sind wohlwollende Spielerinnen und Spieler, die sich auf den Grundfesten der Verfassung bewegen, sondern es gibt halt eben auch Menschen, die dann halt diese ganzen Szenen als Vorwände nehmen würden, zu sagen, ja, genau so habe ich immer gedacht, sind Flüchtlinge und so. Und sie nutzen das ja jetzt alles nur aus den Therapeuten. Diese Ambivalenz von digitalen Spielen, diese Mehrdeutigkeit ist eben ein Problem. Ich sage auch nicht, dass es die perfekte Lösung ist. Ich sage nur, dass die Studierenden für ein Semester wirklich eine ganze Menge geschafft haben und damit einen Beitrag zur Erinnerungskultur geleistet haben.
Dann bleibt immer schön neugierig und wir sehen uns beim nächsten Quickshot. Bis dahin, macht's gut, ciao.